Ganz herzlich willkommen zu der Veranstaltung Hitzeschutz am Arbeitsplatz, praxisnahe Maßnahmen für den Sommer. Mein Name ist Maike Voss. Ich bin eine der Geschäftsführerinnen von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit und dort leite ich das Center for Planetary Health Policy. Nee, hier, da sehen Sie auch das kleine Logo da oben. Und ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen zu dieser wirklich zeitgemäßen Veranstaltung. Gestern hat der Hitzeaktionstag stattgefunden. Es ist eher eine Hitzeaktionswoche jetzt, weil wir heute an dem Tag diese Veranstaltung machen. Vielleicht haben Sie es gestern Morgen auch schon in der Presse gelesen oder gehört, im Deutschlandfunk, in der Zeitung Die Zeit, aber auch in der vieler regionaler Presse hatten wir die Nachricht, dass Hitze Auswirkungen hat auf die Gesundheit von Beschäftigten, also wirklich auch die Querverbindung zur Arbeitswelt. Das spielt uns natürlich heute vor allem auch in die Karten. Die Veranstaltung heute findet im Rahmen des bundesweiten Hitzeaktionstages in Kooperation mit der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit statt, aber vor allem auch in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Eingebettet ist die Veranstaltung in das Programm Arbeitssicher und Gesund. Darüber erfahren Sie gleich noch ein bisschen mehr. Von Eva Schubert, die Leiterin der Projektgruppe Arbeitssicher und Gesund. Eva, schön, dass du heute mit dabei bist, und dass wir die Veranstaltung heute gemeinsam auf die Beine stellen können. Vielleicht magst du zu Beginn ein ganz paar Worte sagen zur Begrüßung, zu den aktuellen Aktivitäten des BMAS. Vielleicht auch so ein bisschen zur Einordnung, wo stehen wir? Wir sprechen heute über Hitze, aber haben auch stark Regenereignisse im Süden von Deutschland. Ja, genau so ist es. Vielen Dank, Maike, und von mir auch herzlich willkommen und guten Morgen in die Runde. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich vor allem darüber, dass unser Angebot heute auf so große Resonanz gestoßen ist. Und das zeigt ja auch, wie relevant das Thema Hitze und die damit verbundenen Herausforderungen sind. Und das, wie du es gerade schon gesagt hast, vor dem Hintergrund, dass ein großer Teil von Deutschland gerade nicht mit Hitze, sondern mit Überschwemmungen und Extremwettern zu kämpfen hat. Und so unterschiedlich erstmal die Ereignisse wirken, umso deutlicher sind auch die Zusammenhänge zwischen zunehmender Hitze weltweit und den zunehmenden Extremwettern, die wir gerade erleben. Umso wichtiger ist es, dass wir mit dem Hitzeaktionstag das Bewusstsein schaffen für klimawandelbedingte Herausforderungen, die bereits jetzt schon große Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben. Hitze und UV zählen dabei zu den wichtigsten oder also sind auf jeden Fall sehr relevante Gefahren. Und deshalb wollen wir ja auch diese Veranstaltung heute nutzen, um vor dem Sommer kurzfristig, wie du es gerade schon gesagt hast, umsetzbare Maßnahmen für mehr Hitzeschutz am Arbeitsplatz aufzuzeigen. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch gespannt. Wir haben jetzt hier einen sehr großen Kreis. Ich sehe gerade über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sind wir gespannt auf Ihre Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis. Wir wollen Ihre guten Beispiele hören, und auch Tipps, aber wir wollen natürlich auch hören, welche Herausforderungen und Hürden Sie sehen, bei der Umsetzung von Maßnahmen und wie wir da ein Stück weiterkommen können. Die Ergebnisse dieser Veranstaltung, auch das hattest du gerade schon gesagt, werden in unserer Politikwerkstatt Klima wandelt Arbeit, die wir seit Beginn des Jahres im Rahmen des Programms Arbeitssicher und Gesund gestartet haben, einfließen. Hier arbeiten wir mit einem festen Expertenkreis daran, den Arbeitsschutz und vor allen Dingen auch sichere und gesunde Arbeitsbedingungen an die klimawandelbedingten Veränderungen anzupassen und wollen neue Rahmenbedingungen setzen für mehr Produktivitätsschutz und auch mehr Beschäftigtenschutz. Und wir fokussieren verschiedene Themenbereiche. Da kann ich vielleicht am Ende auch noch mal zwei, drei Worte zu sagen. Das Thema UV und Hitze gehört natürlich dazu. Wir haben auch das Thema Extremwetter. Aber wir reden auch über die Themen wie Kommunikation, Sensibilisierung, Compliance. Wie kann ich dieses Thema einbetten? Weil wir auch sehen, dass es natürlich so groß ist und wir müssen es runterbrechen auf die Situation, damit es auch Impact entfaltet. Mehr dazu sehen Sie vielleicht auch auf unserer Website von dem Programm Arbeitssicher und Gesund. Ich glaube, die ist im Chat eingeblendet. Da können Sie vielleicht mal draufgehen und sich die verschiedenen Themenbereiche angucken, weil wir neben dem Thema Klimawandel auch noch andere Themen mit dem Programm fokussieren. Aber die stehen heute nicht im Mittelpunkt. Deswegen freue ich mich heute jetzt erstmal auf die Veranstaltung und auf die vielen verschiedenen Inputs. Einen herzlichen Dank an die Referentinnen und Referenten in der Runde, die heute da sind, und natürlich auch auf die anschließende Diskussion in der großen Runde. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Eva, für deine kurze Einführung. Genau, es soll so praxisnah wie möglich sein. Wir wollen Ideen austauschen und wir wollen vor allem lösungsorientiert. Was kann man ganz genau in der Praxis tun? Welche Instrumente gibt es schon? Welche Instrumente kann man nutzen? Wo fehlt vielleicht auch noch was? Das wollen wir diskutieren.
Vielleicht ein kleiner Blick auf die Agenda. Wir haben Ihnen eine Reihe von Expertinnen und Experten eingeladen, die Kurzvorträge halten zu praxistauglichen UV- und Hitzeschutz in der Arbeitswelt. Wir wollen auf Instrumente schauen, Gefährdungsbeurteilung, Klimasummaß, Hitzeaktionspläne für Arbeitsstätten, aber auch nochmal reinschauen, wie gehen wir eigentlich kommunikativ mit dem Thema in der Arbeitswelt um. Ganz am Ende haben Sie auch Raum, dann nehmen wir uns eine halbe Stunde Zeit für den wirklichen Austausch. Genau, die Veranstaltung heute wird aufgezeichnet. Da mussten Sie, glaube ich, schon überall einmal auf OK klicken und wird im Nachgang auf YouTube über den YouTube-Kanal von Klug, aber auch auf der Seite vom BMAS veröffentlicht. Sie können sehr gerne jederzeit den Chat nutzen für Fragen, für Anmerkungen. Sie können sich auch sehr gerne einmal kurz im Chat vorstellen, damit wir so ein bisschen ein Gefühl haben, wer ist hier eigentlich mit in dem Raum. Und wie schon gesagt, wir werden alles, was im Chat ist, alles, was Sie uns mitgeben, im Nachgang aufbereiten. Sie werden auch zum Teil die Foliensätze bekommen. Das heißt, Sie können danach auch sehr gut damit weiterarbeiten, was wir heute hier zusammenfügen werden. Genau, das bereiten wir Ihnen auf. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich rein mit dem ersten Kurzvortrag von Dr. Katharina Jehn zur Beurteilung von sommerlicher Hitze am Arbeitsplatz. Ich stelle sie Ihnen ganz kurz vor. Dr. Katharina Jehn ist seit 2020 stellvertretende Leiterin des Sachgebiets Innenraumklima im Fachbereich Verwaltung der DGUV. Seit 2017 ist sie technische Aufsichtsperson und Verwaltung, der Verwaltung Berufsgenossenschaft mit Dienstsitz in Würzburg. Und zuvor war sie im Sachverständigenbüro für Gebäudeschadstoffe tätig, also eine Expertin genau zu dem Thema und nah an der Praxis. Frau Jehn, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Voss, für die Einführung. Ich teile meinen Bildschirm und freigeben. Genau, hoffe, man sieht ihn jetzt. Genau. Ja, herzlichen Dank nochmal auch für die Möglichkeit, an der Veranstaltung hier teilzunehmen und auch ein herzliches Willkommen an die ganzen Teilnehmenden, die gespannt zuhören. Ich habe jetzt zu Beginn das der 1,5 Stunden die tolle Aufgabe, Ihnen das Instrument der Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf sommerliche Hitze am Arbeitsplatz darzustellen und auch die Wichtigkeit hervorzuheben. Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Klammer auf, die Gefährdungsbeurteilung ist, wie gesagt, das zentrale Instrument im betrieblichen Arbeitsschutz. Es ist in verschiedenen gesetzlichen Vorgaben verankert, dem Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz, auch in weiteren Verordnungen, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz ableiten, der Arbeitsstättenverordnung, aber auch im begehlichen Regelwerk, wie der DGUV Vorschrift 1, ist es als das Instrument gewählt, um den betrieblichen Arbeitsschutz, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten voranzutreiben. Der Arbeitgeber bzw. der Unternehmer ist verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Und ich möchte Ihnen in den nächsten 10 Minuten, das ist schon wirklich sehr sportlich, vorstellen, welche Schritte man tun muss, um diese Gefährdungsbeurteilung, die Beurteilung der Arbeitsbedingungen durchzuführen. Das Ganze ist dann auch zu dokumentieren. In einem ersten Schritt, jetzt hängt das genau, legt das Gremium, das sich mit der Beurteilung der Arbeitsbedingungen beschäftigt, legt Bereiche fest, die zu betrachten sind und Tätigkeiten, arbeitsbezogene Tätigkeiten. Man überlegt sich, bin ich in einem industriellen Arbeitsplatz, befindet man sich auf einer Baustelle, in einem Büro, am Büroarbeitsplatz oder gibt es noch weitere Tätigkeiten, wie zum Beispiel in der Küche. Das ist jetzt sehr grob formuliert. Ich muss natürlich genau beschreiben, was tun die entsprechenden Personen, die Beschäftigten an den Arbeitsplätzen, um dann im zweiten Schritt festzulegen, welchen Einwirkungen sind die Beschäftigten an den entsprechenden Bereichen, an den Arbeitsbereichen, bei den entsprechenden Tätigkeiten ausgesetzt. Da zu nennen sind so klassische Einwirkungen wie Schnittverletzungen, die Gefährdung durch Stolpern und Stürzen. Das ist alles das, was durchaus schon bekannt ist oder was man sich immer nahe vorstellen kann, gerade so im industriellen oder im Baustellenbereich. Dann gibt es noch weitere Einwirkungen wie physikalische, chemische, biologische, die man immer im Hinblick auf die jeweilige Arbeit, auf die jeweilige Tätigkeit berücksichtigt. Und
In Hinblick auf den anstehenden Sommer und die sommerliche Hitze gibt es natürlich sind zusätzliche Einwirkungen zu berücksichtigen in der Gefährdungsbeurteilung. Zum einen die Belastung eben durch die Temperatur, eventuell auch Belastung durch hohe Luftfeuchten, durch UV-Strahlung, insbesondere bei Tätigkeiten im Freien und oder auch Belastung durch Wärmestrahlung. Belastung durch Wärmestrahlung oder hohe Luftfeuchten können auch durchaus schon unabhängig vom Sommer, auch im Winter an Arbeitsplätzen vorhanden sein. Aber man muss es natürlich dann besonders nochmal in Zusammenhang bringen mit der anstehenden Hitze. Sind diese Einwirkungen dann, hat man die ausführlich aufgeführt und beschrieben, muss man sich Gedanken machen, welches Risiko ergibt sich, was kann passieren, wenn man diesen Einwirkungen ausgesetzt ist. Und zum Beurteilen des Risikos macht man letztendlich so eine Art Soll-Ist-Abgleich mit dem, was vorhanden ist und wo möchte ich hin? Was ist das, was gesetzlich eine Anforderung ist? Im Hinblick auf die Raumtemperatur ist in der Arbeitsstättenverordnung vorgesehen, dass es eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur sein soll. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Das wiederum ist in technischen Regeln genauer beschrieben, insbesondere in der technischen Regel zur Raumtemperatur der ASR 3.5, der eben Anforderungen, die einzuhalten sind, beschrieben sind. Herr Buchs wird im nächsten Vortrag darauf genauer eingehen, welche Anforderungen das sind. Neben diesem technischen Regelwerk, was man zur Risikobeurteilung heranziehen kann, gibt es auch seitens der Berufsgenossenschaften zum Beispiel DGUV-Regeln, Branchenregeln, DGUV-Informationen. Und weiterhin gibt es auch Normen und Empfehlungen, die zur Beurteilung herangezogen werden können. Das eine ist das, was mindestens eingehalten werden muss. Und dann kann man natürlich immer noch einen Schritt weitergehen. Ich möchte noch genauer auf die DGUV-Information 215.510 ganz kurz eingehen. Das ist die Beurteilung des Raumklimas. Und der Titel legt schon nahe, das ist genau diese Beurteilungshilfe, die man durchaus heranziehen kann. In dieser Beurteilungshilfe, eine Handlungshilfe für kleine und mittlere Unternehmen, versucht man immer oder in allen, überhaupt im Regelwerk der gesetzlichen Unfallversicherung versucht man, komplizierte Sachverhalte den Unternehmen so nahe zu bringen, dass sie einfach durchführbar sind. Was in dieser Schrift hinterlegt ist, sind verschiedene Klimasummenmaße. Jetzt ist es so, das Klima, das wissen Sie auch, kann man nicht in einen Wert fassen. Das Klima ist nicht 5 oder 7 und damit ist es gut oder schlecht, sondern das Klima setzt sich aus verschiedensten Faktoren zusammen. Da gibt es messbare physikalische Einflussgrößen wie die Lufttemperatur, die Luftfeuchte, Luftbewegung, Wärmestrahlung oder auch personenbezogene bzw. tätigkeitsbezogene Einflussgrößen, die Arbeitsschwere, Bekleidung, Aufenthaltsdauer. Das ist all das, was man berücksichtigen muss, wenn man einen Klimazustand beurteilen möchte. Und mit dem Klimasummenmaß oder mit einem Klimasummenmaß versucht man, diese verschiedenen Einflussgrößen auf einen Kennwert zu bringen, um sie besser vergleichbar zu machen mit dem Klimasummenmaß. Da gibt es verschiedene Klimasummenmaße, je nach Anwendungsbedingungen kann man die Normaleffektivtemperatur heranziehen, abgekürzt NET. Die wird häufig zur Beurteilung von Hitzearbeitsplätzen, also im industriellen Bereich, angewandt. Da wird die Wärmestrahlung nicht berücksichtigt. Das sind gewisse Anforderungen, die hinterlegt sind. Die Personen tragen normale Kleidung. Im Bereich bei Arbeiten im Freien wird eher dann den Einfluss mit Wärmestrahlung haben, wird bald Globe Temperature, der WBGT-Index, herangezogen. Das sind nochmal weitere Größen, diese physikalischen Einflussgrößen, die ich genannt habe, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Wärmestrahlung, in unterschiedlichen Maßen berücksichtigen letztendlich in den jeweiligen Klimasummenmaßen. Für den Behaglichkeitsbereich, da steht jetzt hier der Predicted Percentage of Dissatisfied, der Anteil an Unzufriedenen, der sich aus dem PMV-Wert, dem
vorausgesagten mittleren Votum zusammensetzt. Das sind eben auch Werte, die man dann speziell für zum Beispiel einen Büroarbeitsplatz heranziehen kann. Genau. Auf der Seite der BAUA, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, finden Sie dazu auch noch weitere Informationen und Erläuterungen, was zum Thema, ja, Klimasummenmaß. Das hatte ich schon gesagt, in der DGUV-Information 215 510 wird dem Unternehmen diese komplizierte Sachverhalt relativ einfach nahegebracht, damit man das Risiko, das sich aus diesem Klima ergibt, beurteilen kann, anhand von zwei Messgrößen, zwei Kenngrößen der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchte, findet eine Risikobeurteilung statt und man erhält damit einen Wert, der sich oder eine Größe, die sich im grünen, im gelben oder im roten Bereich befindet. Und man kann sich schon denken, oder es ist im Arbeitsschutz ja auch üblich, zu sagen, okay, der grüne Bereich, sind keine weiteren Schutzmaßnahmen erforderlich, wohingegen im roten Bereich Schutzmaßnahmen dringend abzuleiten sind und durchzuführen sind. Und das ist auch der nächste Schritt im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, das Ableiten von Schutzmaßnahmen und das Festlegen von Schutzmaßnahmen. Dabei geht man immer nach dem TOP-Prinzip vor, das heißt, technische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen, diese wiederum vor persönlichen Schutzmaßnahmen, damit man immer möglichst viele Beschäftigte schützen kann und erreicht auch. Im Hinblick auf sommerliche Hitze können Schutzmaßnahmen sein, dass man eben, oder sind das technische Schutzmaßnahmen in erster Linie auch baulicher Natur oder auch gestalterischer Natur, was mit diesem ersten Bild dargestellt werden soll, dass man zum Beispiel auch an die Bepflanzung denkt und nicht nur an die Verschattungsmöglichkeit von dem Gebäude direkt, sondern dass man auch im Rahmen von gestalterischen Möglichkeiten der Umgebungsbedingungen ein Gebäude schützen kann vor sommerlichen Hitze, vor Wärmeeinstrahlung. Genauso gut wie natürlich der Sonnenschutz, der vorhanden sein muss, das ist das zweite Bild, oder weitere technische Lösungen, eine technische Lüftung, eine Optimierung derer oder eben auch Kühlungsmechanismen wie Betonkernkühlung oder Wandkühlmethoden. Das sind alles Maßnahmen baulicher Art, technische Maßnahmen, die kann man nicht sofort umsetzen. Also das sind Dinge, die muss man langfristig planen, vielleicht auch mittelfristig und hat einen gewissen Vorlauf, um das im Unternehmen auch sinnvoll umzusetzen. Nichtsdestotrotz gibt es Maßnahmen, die man schnell und einfach umsetzen kann. Und Schutzmaßnahmen, die festgelegt wurden, müssen im Schritt 5 der Gefährdungsbeurteilung natürlich auch umgesetzt werden. Das wäre zum Beispiel das Lüften in den frühen Morgenstunden. Das ist eine einfache und effektive Variante. Oder auch das Nutzen von Sonnenschutz, der am Gebäude vorhanden ist. Im Schritt darauf, wenn denn Schutzmaßnahmen umgesetzt sind, könnte man ja denken, die Gefährdungsbeurteilung ist abgeschlossen, alles ist wunderbar. Das ist nicht der Fall. Es geht weiter. Ich muss natürlich im Unternehmen überprüfen, ist die Schutzmaßnahme, die gewählt wurde, um eine Einwirkung auf den Beschäftigten zu minimieren, ist die wirksam? Führen die gewählten Maßnahmen zum Ziel? Ist vielleicht der Sonnenschutz außen am Gebäude, ist der vorhanden und funktionstüchtig oder hängt er vielleicht an der einen oder anderen Stelle und ich muss ihn genau jetzt noch reparieren, bevor wirklich die Sonneneinstrahlung kommt in den nächsten Monaten. Das ist der nächste Schritt. Und wenn ich eben feststelle, das ist nicht der Fall, Schutzmaßnahmen führen nicht zum Ziel, beginne ich den Kreislauf, diese 7 Schritte von vorne. Vielleicht muss ich den Bereich 1, die Tätigkeiten auswählen, nochmal genauer fassen, kleiner fassen. Vielleicht habe ich die ein oder andere Gefährdung, Belastung vergessen zu ermitteln und dann geht dieser, ja, Kreislauf von vorne wieder los, sozusagen. Um diese Schritte zu dokumentieren, im Bereich die Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren, gibt es seitens der Unfallversicherungsträger und auch seitens der DGUV Unterstützungshilfen. Ich habe Ihnen jetzt hier mal die Unterstützungshilfen der Verwaltungsberufsgenossenschaft mitgebracht. Das sind solche, in dem Fall ist es jetzt ein Branchenkatalog, in dem eben diese einzelnen Maßnahmen direkt abgebildet werden, die als Vorlage dienen können, um im Unternehmen die Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Für kleinere Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten gibt es auch noch einfachere Varianten, die nicht ganz so ausführlich sind. Wir haben da diesen Praxischeck
Und für größere Unternehmen oder auch, wenn man sich ausführlich damit ja, beschäftigen möchte oder auch komplizierte Sachverhalte darstellen möchte, die nicht so einfach in diesen vorgefertigten Katalogen vorhanden sind, kann man auch eine Software nutzen. Auch im Hinblick auf ja, Papiereinsparung ist das vielleicht ganz sinnvoll. Das sind jetzt die ja, Unterstützungshilfen der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Jeder Unfallversicherungsträger bietet branchenspezifische Hilfen dazu an, zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung. Im Hinblick auf das Klima gibt es auch weitere ja, DGUV-Informationen, Antworten auf die häufigsten Fragen in der Broschüre Klima im Büro, Klima im Fahrzeug oder Klima in Industriehallen und auch eine Handlungshilfe für zur Auswahl und Gestaltung von Sonnenschutz, die genau erstellt wurde und als Hilfe im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden kann. Genau, und mit diesen Unterstützungshilfen möchte ich den Vortrag auch beenden und mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Herzlichen Dankeschön. Dank, Frau Dr. Jehn, für den Schnellritt durch das Instrument der Gefährdungsbeurteilung und vor allem auch für die Hinweise zu dem, woran Sie überhaupt schon arbeiten. Da kann man ja auf ganz viel aufbauen. Wir haben das auch parallel in dem Chat gepostet. Genau, das heißt, da geht nichts verloren und wir bereiten das ja auch nochmal danach für Sie alle weiter auf. Wir machen ganz schnell weiter. Wenn Sie direkte Fragen haben, vielleicht noch an Frau Jehn, sehr gerne im Chat. Die nehmen wir nachher mit auf und diskutieren darüber gerne noch weiter. Und natürlich können Sie Frau Jehn auch kontaktieren für weitere Rückfragen. Herr Buchs, wir machen mit Ihnen weiter. Kersten Buchs erzählt uns ein bisschen was, worüber die Bauer jetzt gerade schon aktuell arbeitet. Aber ich stelle ihn vielleicht auch noch ganz kurz vor. Herr Dr. Buchs leitet nämlich das Sachgebiet Arbeitsstätten an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin am Standort Dresden, wo er unter anderem für das Thema Klima zuständig ist und dazu Forschungsprojekte durchführt, die Geschäftsführung und den Ausschuss für Arbeitsstätten, kurz AStA, unterstützt und in Fachgremien der Unfallversicherungsträger das Thema auch weiter platziert. Herr Buchs, was passiert da gerade schon? Worauf können wir uns einstellen? Vielleicht geben Sie uns da einen kleinen Einblick. Frau Voss, vielen Dank für die Einführung. Ja, im Folgenden möchte ich kurz sagen, was im Rahmen der Regelsetzung kommt. Das ist ja ganz wichtig für die Betriebe. Sie wollen ja klare Vorgaben haben, die Berufsgenossenschaften, die Gewerbeaufsichtsämter, wie sie im Rahmen des Vollzuges denn letztlich die Maßnahmen kontrollieren, ob die umgesetzt sind, ob es wirksame Maßnahmen eingesetzt wurden. Und da spielen die staatlichen Regeln, die technischen Regeln für Arbeitsstätten eine große Rolle. Und das ist schon seit einiger Zeit was im Gange. Nicht erst seit jetzt, muss ich sagen. Ich bin seit 2001 an der Bauer. Und seitdem ist das Thema heißer Sommer ganz oben. Und dort haben wir auch schon angefangen, die Arbeitsstättenregel entsprechend anzupassen. Nächstes Bild, das sehen Sie hier. Die haben wir seit 2010 dann auch endlich veröffentlichen können, wo wir speziell dieses Thema ansprechen. Das war schon auch in Vorzeiten immer ein Thema, wie gehen wir mit heißen Sommern um? Denn sie sind ja nicht neu, die kommen jetzt nur verstärkt. Und dort haben wir dann so einen Abschnitt 4.4 eingefügt, der dort Maßnahmen aufzählt. Hier ein ganz wichtiger Hinweis, dass diese Regelungen, die dort drin stehen, für den heißen Sommertag gelten. Also heute meine Prognose, 22 Grad am Standort in Dresden. Ich kann nicht diesen Joker ziehen der Maßnahmen, die dort der Arbeitgeber bekommt, dass er über 26 Grad Celsius weiter in bestimmten Bedingungen arbeiten darf. Dort ist dann der Verweis auf diesen Abschnitt 4.3 mit dem Sonnenschutz, dass das alles dann ja auch sein kann, wenn hier meine transparenten Flächen, die Fensteranteile zu groß sind, der sommerliche Wärmeschutz nicht gegeben ist, schon im Frühjahr und im Frühsommer zur Überwärmung kommt, dann sind andere Maßnahmen angesagt. Da muss man an dieser Stellschraube ziehen und dort gilt dann das sogenannte Stufenmodell nicht, das ich Ihnen in der folgenden Folie kurz zeige. So schön ist das in der Arbeitsstättenregel nicht mit drin. Das sind einzelne Absätze und Abschnitte. Ich habe das mal zusammengeführt jetzt hier mit den schon grün-gelb-roten Muster unserer Arbeitsschutzmaßnahmen. Und wesentlich diese möglichen besonderen Anforderungen an Arbeitsstätten gelten nur für die Arbeitsräume. Nicht für das ganze Gebäude, nicht für die Kantine und so weiter, sondern der Arbeitsraum wird betrachtet. Da muss das Gebäude auch den sommerlichen Wärmeschutz bieten. Ich erinnere ja an das Gebäudeenergiegesetz, ja viel in der Diskussion in den letzten Jahren, was auch dafür entsprechende Vorgaben trifft. Also das muss diese Voraussetzung bilden, nicht irgendeine Blechbaracke in der Wüste. Dafür ist das nicht diese Ausnahme gemacht. Muss mehr als 26 sein draußen, ist klar.
Und der Sonnenschutz muss benutzt werden. Also wurde schon erwähnt von Frau Jehn, ganz wichtig, sondern zum Beispiel nach Feierabend den auch unten lassen, dass nicht die Westräume dort, die untergehende Sonne dort nochmal richtig Wärme in den Raum reinbringt. Und dann haben wir eine sogenannte Soll-Bestimmung. Soll, sage ich gleich, ist keine Empfehlung oder kein, naja, wenn ich will, dann mache ich das nicht, sondern ist ein juristisch muss, wenn geht. Das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, eine der Maßnahmen, die dort in der ASR genannt sind, umzusetzen, dann hat der Arbeitgeber auch die Pflicht, das umzusetzen. Es sei denn, objektive Bedingungen sprechen dagegen. Also es ist keine Empfehlung, das soll. Wenn Sie das in technischen Regeln lesen, das hat einen höheren juristischen Wert. Es gibt Ausnahmen, also wer dort schwer arbeiten muss, PSA trägt oder schutzbedürftige Personengruppen oder wenn die Technologie das Klima stark beeinflusst mit Feuchte. Dann muss man extra rangehen. Wir hörten schon das Wort Klimasummenmaße von Frau Dr. Jehn. Da müssen diese dann zur Rate gezogen werden. Dann kommt die Stufe 30 Grad und dort heißt es dann müssen. Also dann ist man da nicht so frei als Arbeitgeber, dann muss ich wirklich was tun, um die Beanspruchung der Beschäftigten zu reduzieren. Es geht also bei all den Maßnahmen nicht darum zu kühlen und jetzt weniger Grad drin zu haben. Das ist auch schön, ist gut, wenn man es schafft. Sondern eine ganze Reihe von Maßnahmen, ich zeige dir gleich, zielen darauf ab, jetzt die Beanspruchung zu reduzieren, dass sie also mit der Hitze umgehen und nicht überwärmen. Und dann gibt es leider im Arbeitsschutz kein hitzefrei. Die Frage kommt immer wieder zu uns gestellt. Über 35 Grad, dann muss man Maßnahmen wie bei Hitzearbeit, hat man auch schon gehört, was das ist, ergreifen. Oder der Arbeitsraum ist als solcher nicht geeignet. Dann kann ich dort nicht arbeiten. Und das muss dann auch im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festgestellt werden, auch diese Maßnahmen. Und dort ist die Arbeitsstättenregel wieder ganz gemein. Dann schreibt sie vor, was in der Großindustrie üblich ist: Wasserschleier, Luftduschen, also ist ein Ventilator, ein Meter Durchmesser, der den Stahlwerker im Stahlwerk gekühlt hat. Nutzt natürlich nichts im Büro. Da muss man was anderes tun. Und was da geht, zeigt dann mal die nächste Folie. Das steht auch so in der Arbeitsstättenregel mit drin, was man macht. Das ist also eine lockere Aufzählung, beispielhaft. Man muss also nicht verpflichtend alles umsetzen, sondern sucht sich das raus, was für meinen Betrieb und meine Abläufe in meine Zeit reinpasst. Und das reicht dann von dem Sonnenschutz, die thermischen Lasten innen reduzieren, also nicht den Druckwärmer anlassen. Das Lüften hörten wir schon. Ganz wichtig und aus meiner Sicht die wesentliche Regelung ist die Arbeitszeit anpassen. Also Kernzeit aufheben oder möglichst in den frühen Morgenstunden arbeiten. Das hilft natürlich dann gerade im Bürobereich ganz viel. Kleidung anpassen, so geht. Und dann zwei nächsten Punkte zeige ich mal auf der nächsten Folie, denn wir haben schon seit 2, 3 Jahren angefangen, die Arbeitsstättenregeln nachzuschärfen. In Bezug jetzt auf die Anforderungen aus den heißer werdenden Sommern, den Hitzeperioden, die da kommen. Und da haben wir mehrere Sachen verschieden dort reingefügt. Und das erste waren die Getränke. Denn ohne Getränke funktioniert die persönliche Kühlanlage, also das Schwitzen, nicht. Und wenn man nicht zu wenig trinkt, dann kann man nicht schwitzen und überwärmt. Insofern ist das jetzt nicht so eine Wahl, dass ich sage mal aus dieser Tabelle viermal das auswähle, sondern ab 26 Grad soll und 30 Grad muss das Getränk da sein. Ja, in der Diskussion im Ausschuss für Arbeitsstätten zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften und allen ist dann nur Trinkwasser aus der Leitung rausgekommen. Aber ein Arbeitgeber sollte ja auch dann, ich sage mal, die Wahrnehmung der Beschäftigten entsprechend würdigen und dort was geben, was den Leuten auch schmeckt. Die Entwärmungsphasen sind reingekommen, es steht nicht Pausen. Auch das war so ein Thema, dass man jetzt nicht die Pause direkt fordern konnte. Man kann ja, während es heiß ist, in seinem Büro auch in einen anderen Raum gehen, vielleicht an der Nordseite oder im Kellerbereich und dort etwas arbeiten und in einer leichteren Tätigkeit durchführen. Dann haben wir auch ein bisschen Forschung ausgewertet und gezeigt, dass der klassische Dischventilator, da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Bauformen, bis 35 Grad effektiv kühlt. So man schwitzt natürlich, weil diese Verdunstungskühlung, dieser Motor des Körpers angekurbelt wird. Das mögen auch ziemlich viele. Auch dort gab es dort Studien dazu, die über Bereich 50% der Befragten in großen Umfragen sagten, ja, Ventilator ist gut, aber die anderen sagen, damit komme ich nicht zurecht. Das ist für mich Zugluft. Aber dort, wo es klappt, hilft er. Dann etwas technisch, hat auch was mit Energie zu tun. Wir müssen auch irgendwie das Gebäude kühlen und da ist die sogenannte Verdunstungskühlung oder adiabate Kühlung wichtig. Die hatten wir vorher verboten in der ASR. Da stand drin, alles, was jetzt die Luftfeuchte erhöht, die absolute geht nicht.
Haben wir nochmal nachgeschaut, es geht doch, wenn wir die absolute Luftfeuchte nicht über die sogenannte Schwülegrenze steigern lassen. Schwülegrenze, das ist so eine maximale Wassermenge, die Sie jetzt in der Luft haben. Die Luft kann ja eine bestimmte Menge aufnehmen. Wenn es zu viel ist, kommt es dann zu Kondensation, den Nebel, das kennt man. Und hier ist das dieser Wert, 11,5 Gramm Wasser pro Kilogramm trockene Luft. Und der steht jetzt auch drin, dass man mit dieser energieeffizienten Methode auch die Räume kühlen kann, was ja auch wieder ein Beitrag zu unserem Thema Klimawandel ist. Jetzt CO2-Ausstoß nicht erhöhen durch jetzt energieeffiziente Kühlung. Ja, wir sind auch dran, die Arbeitsstättenregel zu aktualisieren. Das ist noch nicht Ende der Fahnenstange, was wir dort haben. Dort wurde jetzt speziell vom Ausschuss für Arbeitsstätten, der BMAS angesiedelt ist, ein beratender Ausschuss, jetzt eine Projektgruppe gebildet, die die ASR Raumtemperatur und auch Lüftung anfasst. Die nennt sich Arbeitsgruppe Raumklima in Arbeitsstätten. Und dort ist eine Aufgabenstellung für die Gruppe. Sie hatte ihre erste Sitzung, sich konstituiert und sind schon ganz fleißig dran und festgestellt, wir müssen die Hinweise aufnehmen, was den sommerlichen Wärmeschutz für die Gebäude anbelangt, insbesondere dieser passiven Kühlmethoden. Also wir gehörten schon diese Verglasung, wir hören diese massive Bauweise, der Fensterflächenanteil. Wir machen dort keine konkreten Vorgaben, das machen die Normen, aber wir geben Hinweise, wo die Stellglieder sind und vielleicht ein paar Planken, wo dort Werte sind. Zum Beispiel ist so eine Fläche von über 30% Fenstern schlecht. Da muss ich dann immer irgendwann kühlen. Leider sind die meisten modernen Gebäude mit einer größeren Fläche behaftet. Und dann, ja, ich will noch kurz auf dieses sogenannte adaptive Modell für Raumtemperaturen eingehen, gerade intensiv in der Diskussion in der Fachnormung. Was ich Ihnen mal gezeigt habe, Sie müssen sich eine Hitzewelle so vorstellen, die kommt ja nicht plötzlich, dass morgen 30 Grad sind, sondern die schaukelt sich so hoch. Man kann das gut an den Temperaturtagesverläufen sehen. Und hier bildet man so einen gleitenden Mittelwert. Das heißt, dieser Wert setzt sich zusammen aus der Temperatur, die ich heute habe, und der Temperaturen der vergangenen bis zu 7 Tage mit so einem Mischungsfaktor und dann durch die Anzahl der Tage geteilt. Das heißt, der Körper erinnert sich an die Wärme der vergangenen Tage und wer gewöhnt sich ja an diese Hitze? Akklimatisiert nennen wir das. Und je mehr er sich daran akklimatisiert, anpasst, umso höhere Temperaturen empfindet er als behaglich. Das sind also sommere Behaglichkeitstemperaturen. Dann sind das nicht diese 20, 26, sondern bis 28 und mehr Grad, je nachdem, was man den Leuten zumutet. Das sind diese Kategorien, die hier drin sind. Und nun überlegt man auch, dass man das mit aufnimmt, dass man zum Beispiel Klimaanlagen nicht auf Teufel komm raus auf 26 Grad die Räume runterkühlt, kostet Energie und ist auch nicht unbedingt behaglich. Da arbeiten wir dran, inwiefern wir das aufnehmen können. Ja, nicht nur die drin, auch die draußen. Das ist ja heute ein großes Thema, UV-Strahlung. Auch dort ist der Aster schon jetzt seit 2, 3 Jahren dran. Wir haben dort eine Arbeitsstättenregel ASR 5.1 erstellt, war in der fachöffentlichen Umfrage. Also die Fachöffentlichkeit hat den Entwurf bekommen, über 500 Einsprüche. Wir haben schon die ersten 200 geschafft. Auch heute Nachmittag läuft die nächste Einspruchsberatung dazu, um den jeden Einsprecher, der dort gekommen ist, recht zu werden und sagen, wo hast recht oder nicht recht, den Text anzupassen, so wie ihn die Praxis dann auch braucht. Also das erhöht doch dann wahnsinnig die Akzeptanz in der Praxis, wenn wir so eine technische Regel nicht im Arbeitsministerium einfach mal schreiben und auf die Praxis loslassen, sondern mit der Praxis abstimmen. Und die Regel kommt jetzt nicht wegen dem Klimawandel, sondern die hatten wir auch schon vorher im Blick, wegen verschiedener äußerer Einwirkungen, die hier unten stehen. UV-Strahlung, unser Thema heute, die Hitze, auch die Kälte im Winter und der Starkregen, den wir hatten. Aber wenn es dort hagelt und schneit, der Wind, auch das Gewitter ist dort dabei. Wir hatten ja vor 2 Wochen in Dresden einen tragischen Unfall, dass da Blitzschlag quasi aus heiterem Himmel fast 10 Personen zum Teil schwerst verletzt wurde. Und gestern kam die Meldung, einer erlitt seine Verletzungen, ein 29 Jahre alter Mann, der, ja, zu nah an dem Geschehen war. Ja, und hier kommen dann verschiedene Dinge rein, dass wir die Beurteilung der Gefährdung machen, die Maßnahmen. Wir hatten ja Gefährdungsbeurteilung gelernt, wie es funktioniert, und hier finden Sie dann die Maßstäbe, UV-Strahlung mal ein Beispiel hier genannt mit dem UV-Index und damit welchen Maßnahmen ich gegen da vorgeben kann, die ich dann umsetzen kann, auch streng nach dem TUP-Prinzip. Ja, das sollte mein kurzer Rundumschlag auf die aktuellen Aktivitäten des Bundesarbeitsministeriums mit dem Ausschuss für Arbeitsstätten unter Unterstützung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sein. Ich freue mich dann auf die Fragen im Chat und die Diskussion im Anschluss. Danke. Ganz herzlichen Dank, Herr Buchs, für diesen Schnellritt durch den Arbeitsschutz und vor allem auch, woran gerade gearbeitet wird, womit Arbeitgeber und Beschäftigte in Zukunft rechnen können. Ganz herzlichen Dank. Wir machen Schlag auf Schlag weiter. Das ist jetzt hier erstmal wirklich eine Druckbetankung für Sie alle. Danach können wir ausgiebig diskutieren. Ich sehe auch schon, dass einige Fragen im Chat geäußert werden. Das ist ganz toll. Wir machen weiter mit
Janette Kusravi-Hohn von der BG Bau, die uns erzählen wird, was die BG Bau im Bereich Hitzeaktionspläne als weiteres Instrument, mit dem wir umgehen können, weitermachen können. Ich stelle sie Ihnen noch kurz vor. Frau Kosravi-Hohn ist Diplom-Biologin und arbeitet seit 2007 im Bereich Prävention der BG Bau. Außerdem ist sie in der Abteilung Gesundheit und im Referat Prävention BG Ergonomie tätig. Ihr Schwerpunkt dort sind UV-Strahlung und Hitze. Frau Kosravi-Hohn, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Voss. Ich hoffe, dass meine Folie zu sehen ist. Ja, das sieht super aus. Prima, super, danke Ihnen. Ja, vielen Dank, dass wir als BG Bau auch hier sprechen dürfen. Wir sind vor allem in den letzten Jahren sehr aktiv, gerade was die Gefährdung UV-Strahlung und Hitze betrifft, um möglichst Medien bereitzustellen, Hilfestellungen bereitzustellen für die Unternehmen, um diese ja, Gefährdungen auch einschätzen zu können, beurteilen zu können und vor allem Maßnahmen ergreifen zu können. Das ist ja immer so dieses, was sein muss. Das haben wir schon gehört von meinen Vorredner und Vorrednerinnen, die Gefährdungsbeurteilung. Und dort ist es eben wichtig, dass man eben auch die Gefährdung Hitze ja, mit einbezieht. Und ich möchte Ihnen hier einen kleinen Teil unserer Medien, aber nicht unwichtigen Teil aus unseren Medien vorstellen, die Hitzeaktionspläne. Was müssen Ja. Unternehmen beachten? So, um Ihnen erstmal so einen kleinen Einblick zu geben, das ist jetzt hier etwas runtergebrochen, beziehungsweise auch etwas vereinfacht, aber auf einen Blick dargestellt. Womit haben wir vor allem mit unseren Beschäftigten auf der Baustelle zu tun? Ganz in der Mitte sehen Sie, um den es geht, der Beschäftigte, der eben den Witterungen ausgesetzt sind. Wir sind hier in dem Fall auch bei der Hitze, also sprich Wärmestrahlung, Lufttemperatur, Luftfeuchte und Luftbewegung. Und wir haben oft die Situation auf den Baustellen, dass eben die Beschäftigten immer noch ja, der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Das ist auch oft gar nicht vermeidbar. Das ist in der Bauwirtschaft leider eben der Fall. Und dementsprechend ja, sind die Personen eben allen Witterungen ausgesetzt. Und hinzu kommt, was bei uns eben auch eine spezielle Geschichte ist, dass meist schwerkörperliche Arbeit dazu kommt. Was auch noch ein Fall ist, dass wir oft PSA beziehungsweise unsere Beschäftigten oft PSA tragen müssen, dann kommt dieser Zeitdruck dazu, den man hat. Und auch zu beachten ist, wie lang ist diese Dauer, die Dauer der Hitzeexposition. Die Wärmebildung im Körper selber kommt zustande dadurch, dass wir, ja, dass die Beschäftigten oft schwerkörperlich arbeiten. Dementsprechend die Muskelarbeit haben, dadurch die eigene Wärme steigt, die natürlich auch abgegeben werden muss. Das heißt, gerade Beschäftigte auf der Baustelle schwitzen sehr stark. Das bedeutet wiederum, wir haben einen starken Wasser- und Salzverlust, also generell Flüssigkeitsverlust. Und was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist eben die Person an sich, die Individualität. Also wie ist der Gesundheitszustand? Nimmt die Person gegebenenfalls Medikamente? Wie alt ist die Person? Also das sind alles Dinge, die ja, Einwirkungen haben auf die Person. Oh, jetzt ist meine Folie selber weitergesprungen. Gut. Genau, hier sehen Sie die Arbeitshilfen, Hitzeaktionspläne. Ich habe Ihnen mal das Bild rausgeschnitten, wie es bei uns auf der Website auch zu sehen ist. Also nur als Information für Sie. Sie bekommen natürlich in den Chat gestellt, wie Sie zu diesen Hitzeaktionsplänen kommen. Wir haben einen Hitzeaktionsplan Indoor für Sie bereitgestellt, also in Gebäuden, in Innenräumen auch. Worüber wir uns hier heute eher unterhalten, ist der Hitzeaktionsplan für Arbeiten im Freien, also Outdoor. Und diese Aktionspläne sind ja, interaktive Checklisten, kann man sagen. Dort sind Fragen aufgeführt mit den dazugehörigen Antworten beziehungsweise mit den dazugehörigen Maßnahmen oder Hinweisen, die ergriffen we werden können, um eben diese Gefährdung Hitze in den Griff zu bekommen. Hinzu kommt noch eine Pop-up-Funktion. Da bekommen Sie dann Hintergrundinformationen zu den speziellen Fragen beziehungsweise Maßnahmen, die auch dort aufgeführt sind. Das Ganze dient dafür, dass der Unternehmer prüfen kann, sind meine Maßnahmen, die ich ergriffen habe, bis jetzt ausreichend oder habe ich noch etwas zu tun? Habe ich an etwas vielleicht nicht gedacht?
Und natürlich bekommen Sie auch in diesen Aktionsplänen Angebote und Hilfestellungen der BG Bau nochmal aufgeführt in Form von ja, Tipps bzw. Erklärungen, die dann dort auch zu sehen sind. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass die Arbeitshilfen tatsächlich eine Unterstützung bieten, um die Tätigkeiten trotz Hitze sicher und auch angepasst durchführen zu können. Ja, um auch wirklich den Blick auf die Hitze zu haben, also die Gefährdung Hitze im Blick zu behalten, beziehungsweise auch erstmal sich da selber womöglich dafür zu sensibilisieren. Worauf muss besonders geachtet werden? Da gibt es auch Hinweise hin. Ich hatte es eben schon angedeutet, besonders gefährdete Personengruppen, auf die muss besonders geachtet werden, beziehungsweise die müssen mit betrachtet werden. Und in dem Fall dann auch immer wieder, welche Unterstützung bietet Ihnen die BG Bau an zu bestimmten Fragestellungen beziehungsweise zu bestimmten Maßnahmenergreifungen. Hier habe ich Ihnen mal den Hitzeaktionsplan Outdoor einmal komplett dargestellt. Sie sehen, das sind drei Seiten und hier sehen Sie eben auch blaue dargestellt, die einzelnen Fragen und dementsprechend aber auch noch Maßnahmen, die dann auch wieder unterteilt sind. Die kleinen rechten Felder, die in blauer Schrift dargestellt sind, das sind dann meist die Hinweise und Erklärungen, die jeweils ja passend zu den Fragen beziehungsweise zu den aufgeführten Maßnahmen dienen. Und dieses kleine Pluszeichen, was Sie hier bei einigen Fragen beziehungsweise Maßnahmen sehen, das ist dann diese Pop-up-Funktion zu den Hintergrundinformationen. Ich habe Ihnen mal hier eine Frage herausgesucht, die mit eine der wichtigsten eigentlich ist. Haben Sie Maßnahmen festgelegt? Das würde ich Ihnen gerne noch mal etwas detaillierter zeigen. Sie sehen hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite die kleinen Felder. Das dient dazu, dass Sie gegebenenfalls an Dinge, die Sie schon gedacht haben, Maßnahmen, die Sie schon ja, ergriffen haben bzw. geklärt haben, dass Sie die abhaken können. Diese Abhakfunktion dient aber auch dafür, habe ich womöglich auch etwas vergessen, muss ich noch an etwas denken bzw. muss ich noch etwas organisieren. Sie sehen hier, dass im grün umrandeten Feld diese Hinweise, dass zum Beispiel durch Veränderungen der Arbeitsplanung ja, die Gesundheit und Leistung der Beschäftigten positiv beeinflusst werden kann. Sie sehen hier auch den Hinweis gleichzeitig auf unser Prämienprogramm, die Arbeitsschutzprämien. Das ist dem einen oder anderen von Ihnen wahrscheinlich schon oder hoffentlich schon begegnet. Seit vielen Jahren fördert die BG Bau effektive Maßnahmen, die ja vor bestimmten Gefährdungen schützen. In dem Fall auch Maßnahmen gegen die Gefährdung Hitze, auch UV-Strahlung und noch viele andere Gefährdungen sind dort aufgeführt. Den Link dazu werden Sie auch im Chat finden. Eine Maßnahme habe ich Ihnen mal hier rechts oben im Bild dargestellt. Das ist das sogenannte Wetterschutzzelt, was wir auch aktiv fördern. Und Sie sehen hier, dass ein stationärer Arbeitsplatz beschattet ist, also dementsprechend der direkten Sonneneinstrahlung eben nicht ausgesetzt ist. Und das ist eine technische Maßnahme, die natürlich nicht nur gegen die Hitze oder ja, gegen die Hitze wirkt, sondern auch gegen die UV-Strahlung. Das ist so ein doppelter Effekt. Darunter habe ich Ihnen mal ein Bild eingefügt, wo einfach vorhandener Schatten schon genutzt wird. Und Sie sehen hier, man hat hier so eine kleine Pausensituation, in der vor allem der Flüssigkeitsverlust ja aufgetankt werden kann, dass die Personen möglichst viel trinken und dementsprechend auch ja gut gerüstet sind. Hier das Pluszeichen sehen Sie noch mal umrandet grün. Das ist der Weg zu den Hintergrundinformationen und ich zeige Ihnen in der nächsten Folie, wie Sie es dann auch wirklich im Netz oder in dieser Checklistenfunktion sehen. Sie sehen hier öffnet sich dieses kleine grüne Feld und dort stehen dann nochmal Tipps bzw. Hinweise, zum Beispiel, wie kann ich körperliche Entlastung schaffen, indem Sie gegebenenfalls auch ergonomische Hilfsmittel zur Verfügung stellen, dass die eigene Körperkraft gar nicht so ja, genutzt werden muss, sondern dass Hilfsmittel das Ganze für die Beschäftigten auch erledigen kann. Sie sehen hier auch nochmal den Tipp zur finanziellen Unterstützung durch die BG Bau in Richtung der Arbeitsschutzprämien, also von technischen Schutz bis hin zum persönlichen Schutz finden Sie dort einige Maßnahmen, die wir finanziell fördern.
Hier unten sehen Sie auch den Hinweis auf ein Kumpelsystem. Das ist eine Sache, die gerade auf der Baustelle mit diesen ganzen ja, Gegebenheiten, die dort sind, eine wichtige Sache ist. Also neben der Unterweisung, die Sie ja sowieso mit Ihren Beschäftigten durchführen müssen, um sie überhaupt für dieses Thema Hitze zu sensibilisieren, deutlich machen und verdeutlichen, warum haben wir dieses Thema, warum haben wir diese Gefährdung überhaupt so im Blick, ist tatsächlich auch ein kleiner Teil, der viel dazu beitragen kann. Das Kumpelsystem bedeutet, dass die Beschäftigten oder Kollegen und Kolleginnen aufeinander achten, also dass eine Achtsamkeit dem anderen gegenüber und natürlich auch sich selber gegenüber wirkt. Sich womöglich auch aktiv ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt jedes Mal sagen, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung, oder sich ja spätestens melden, wenn es nicht mehr der Fall sein sollte, wenn man sich ja unbehagen, wenn man unbehaglich ist, sich nicht mehr so ganz gut fühlt, dass man möglichst auch die Hilfe des Kollegen hinzuzieht, beziehungsweise eine zweite Person darüber informiert, irgendwas stimmt mit mir nicht. Wir haben nämlich in der Vergangenheit leider die BG Bau Hitzeunfälle zu beklagen, die auch tödlich ausgegangen sind. Also deshalb ist diese Gefährdung Hitze tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ein Resultat aus diesen, ja, leider Hitzetoten ist gewesen, dass die BG Bau eine Erste-Hilfe-Karte erstellt hat. Dort ist nochmal ganz konkret zusammengefasst auf einen, ja, kleinen Bereich, was kann passieren, welche Hitzeerkrankungen gibt es und vor allem, wie sind die Symptome dazu. Und wenn so etwas aufkommen sollte bei einem selber oder bei einem Kollegen, Kollegin, dass man dort relativ schnell handelt, was ist zu tun? Und Sie sehen hier auf der rechten Seite die Sofortmaßnahmen dazu. Und natürlich, wenn es darauf ankommt, der Notruf muss gerufen werden, aber dass direkt vor Ort die erste Hilfe gegeben ist. Und diese kleine Karte kann man auch mit in die Unterweisung mit einfließen lassen. Man kann diese Karte auch am Arbeitsplatz aushängen bzw. auslegen, dass man sich das auch immer wieder vergegenwärtigt, was passieren kann, wenn man eben das Thema Hitze nicht ganz im Blick hat. Und damit ist auch nicht nur der Unternehmer angesprochen, sondern auch die Beschäftigten selber, dass diese Maßnahmen tatsächlich auch umgesetzt werden. Und ja, das ist eigentlich das Ziel, was wir haben, dass es auch ein Zusammenspiel ist zwischen Unternehmer und Beschäftigten. Sonst funktioniert das Ganze eben auch nicht. Das, was ich Ihnen jetzt hier in Kürze bereitgestellt habe und noch vieles, vieles mehr, finden Sie bei uns auf den Seiten der BG Bau, hier ganz speziell die Seite Sonne und Hitze. Wir haben auch eine sa eigene Seite zur UV-Strahlung. Wir haben natürlich auch die eigene Seite zu den Arbeitsschutzprämien. Und ja, ich möchte Sie herzlich dazu einladen, diese Seiten auch zu besuchen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick geben konnte, ja, in einen kleinen Teil unserer Medien, in eine kleine Arbeitshilfe, nicht ganz unwichtige Arbeitshilfe, und hoffe, dass Sie als Unternehmen beziehungsweise auch als Beschäftigten etwas mit diesem Hitzeaktionsplan anfangen können und Sie vor allem in Ihrer Arbeit unterstützt. Ganz herzlichen Dank, Frau Kosravi-Hohn. Das ist ganz große Klasse, weil es noch gar nicht so viele Branchen und Bereiche gibt, für die es Hitzeaktionspläne oder Musterhitzeaktionspläne gibt. Das heißt, Sie sind da Vorreiter. Und selbst für andere Bereiche, für andere Branchen kann es ja interessant sein, bei Ihnen mal reinzuschauen und zu überlegen, was kann ich übernehmen für meine Arbeitsstätte. Deswegen ist das ganz große Klasse, dass Sie hier dabei sind und das Beispiel vorgestellt haben. Vielen Dank. Gerne. Wir machen weiter. Es kommen auch noch ein paar Fragen, sehe ich. Das ist super. Die besprechen wir gleich im Anschluss. Wir machen weiter mit einer weiteren Branche, Beschäftigtengruppe, die besonders vulnerabel, besonders der Sonne ausgesetzt ist, nämlich Landwirtschaft, Forst und Gartenbau. Dort als Praxisbeispiel haben wir Frau Nesselrath eingeladen. Die ist Diplom-Bauingenieurin und war technische Aufsichtsbeamtin bei der Vorgängerorganisation der Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau. Dort arbeitet sie nämlich jetzt. Und seit 2016 ist sie fachliche Leitung der Fachgruppe Hauterkrankungen dort und ab 2020 stellvertretende Abschnittsleiterin im Bereich Berufs Berufserkrankungen und Prävention. Frau Nesselrath, schön, dass Sie da sind. Wir bringen gerne noch gemeinsam Ihre Präsentation in Gang. Genau, ganz links von Beginn an.
Dann schauen wir mal, ob das der richtige Monitor ist, den wir erwischen. Ja, das sieht perfekt aus, Frau Neferath. Genau, Sie müssen noch einmal Ihr Mikrofon einschalten und dann können wir loslegen. Ich kann Ihnen sonst helfen dabei. So, einen schönen Dank. Vielen Dank, Frau Voss, für das Support jetzt noch. Auch ich möchte gerne etwas erzählen und mehr in die Praxis gehen. UV und Hitzeschutz in der Praxis. Wie motivieren wir Outdoor-Worker zu den Schutzmaßnahmen? Ich bin ja bei der SVLFG, Sozialversicherung, Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Wir sind ein Verbundträger mit den Versicherungszweigen Berufsgenossenschaft, Alterskasse, Krankenkasse und Pflegeversicherung mit Hauptsitz in Kassel. Das heißt, wir bedienen auch noch andere Sozialversicherungszweige. Rechtliche Vorgaben zum Thema Berufsgenossenschaft, Prävention. Das Arbeitsschutzgesetz haben wir heute auch schon gehört. Ich möchte es noch mal zeigen. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die körperliche und physische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Ich möchte das Top-Prinzip technisch, organisatorisch, persönlich insbesondere mit Bildern darlegen und Bilder aus der Praxis zeigen. Sicherung von Erste-Hilfe-Notfallmaßnahmen haben wir eben in dem Vortrag schon gehört und Unterweisung der Versicherten kommen wir auch noch dazu. Zunächst die technischen Maßnahmen. Hier sehen wir die Form von Überdachung und Schattierungen bei, ja, beim Bärenpflücken. Klar, wir haben in unserem versicherten Bereich mit mehr wie 1 Million Tätigen in der Landwirtschaft und 700.000 Tätigen im Gartenbau sehr viele Outdoor-Worker. Viele Tätigkeiten wie auch im Baugewerbe lassen sich nur unter freiem Himmel erledigen. Hierzu gehört natürlich auch ja, der Anbau von Gemüse, Beeren, die oftmals noch im Freien stattfinden. Wir sehen, die Beschattung bringt sehr viel zum Thema UV-Schutz, aber auch Hitzeschutz. Aber wir haben bei den Beschattungsmaßnahmen keinen hundertprozentigen Schutz, da durch die Reflexion und Umgebungsstrahlung immer noch ein Teil der UV-Strahlung einwirken kann. Aber es hilft auf jeden Fall, sich vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei den weiteren Bildern sehen wir, es gibt auch weitere mobile Möglichkeiten. Links im Weinberg, in der Mitte sehen wir Pflasterarbeiten, wo mittels einem Pavillon eben stationär bzw. mobil, der eingesetzt werden kann, auch verschoben werden kann, wie nach Lichteinfall. Und rechts sehen wir bei der Brennholzaufbereitung, hier ist ein Sonnenschutzsegel gespannt. Das sieht aus, als würde diese Person halt öfters an diesem Standort das Holz spalten und hat hier auch ein Sonnensegel gespannt. Weitere Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu beschatten, ist hier der sogenannte Gurkenflieger links oben. Da liegen quasi die Saisonmitarbeiter in dieser Konstruktion und fliegen über die Gurkenanlagen und sind hier natürlich auch über eine Beschattung geschützt. In der Mitte sehen wir einen Erdbeerpflücker, der auf einem Schlitten sitzt mit einem mobilen Sonnenschirm und hier auch gleichzeitig die Erdbeeren schon in seine Kisten packt und ja, am Ende der Reihe die abgibt, sodass die wahrscheinlich noch vor Ort auf dem Feld in Verkaufswagen an den Nutzer bzw. Käufer gelangen. In dem rechten Bild sehen wir eine Schattierungsanlage in einem Gewächshaus, denn wir haben insbesondere im Gemüseanbau, sei es Tomaten, Gurken, Auberginen, natürlich auch unheimlich viele Gewächshäuser, in denen zwar keine direkte UV-Strahlung mehr eintreten, wir aber natürlich auch das Problem mit der Hitze haben und hier bringen Schattierungsanlagen an der Oberfläche, auf der Dachfläche eben einen Schutz davor. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Anbaumethoden im Allgemeinen in der Landwirtschaft natürlich verändert, wenn wir bedenken, am Anfang war sehr, sehr viel Outdoor, sehr viel manuelle Arbeiten, haben doch ab Anfang der 80er Jahre
Kabinenschlepper Einzug gehalten. Kabinenschlepper sind insofern natürlich ein großer Vorteil zum Schutz vor UV-Strahlen. Aber wir haben natürlich bei einer eingehausten Arbeitsstätte im Außenbereich das Problem der Hitze. Und hier ist es natürlich wesentlich, dass hier Klimaanlagen eingesetzt werden, die dann den Landwirten auf dem Acker den Schutz nicht nur vor UV-Einstrahlung, sondern eben auch vor Hitze geben. Das haben wir nicht nur in den Schleppern, in der Landwirtschaft, auf Landwirtschaft genutzten Betrieben oder Flächen, sondern eben auch auf dem Bau bei Baumaschinen. Auch hier ist es immer wesentlich, auf Kabinenschlepper mit Klimaanlagen zu setzen, weil wir hier, wie wir schon gehört haben, mit einer Überdachung eben von Streustrahlung nicht geschützt sind und eben weiterhin UV-Einstrahlung je nach Sonnenstand auch auf die Fahrer einwirken können. Kommen wir von den technischen zu den organisatorischen Maßnahmen. Hier ist es natürlich wichtig zu schauen, kann ich die Arbeiten eventuell in den Schattenbereich legen? Insbesondere Pausen, können die im Innenbereich oder im Schatten unter, wie eben vorgestellt, Pavillons abgehalten werden? Können wir Tätigkeiten wechseln, wenn wir direkten Sonnenkontakt sonst nicht vermeiden können? Das ist ähnlich wie auf der Baustelle. Es ist zwar schwierig, oft aber auch machbar. Oder können wir auch arbeiten, wenn möglich, auf mehrere Mitarbeiter verteilen, wie mit einem Rotationsprinzip? Zum Beispiel im Gemüseanbau haben wir insbesondere vormittags und nachmittags oder in den Abendstunden die Ernte und vielleicht in den Mittagsstunden nach der Pause Tätigkeit in den Hallen, wo eben gereinigt und sortiert wird, dass Mitarbeiter nicht die ganze Zeit im Außenbereich arbeiten. Genauso körperlich schwere Arbeiten in die Morgenstunden verlegen, weil wir hier eben noch eine gewisse Kühle haben und die körperlich schweren Arbeiten dann nicht so stark ins Gewicht fallen wie in der Mittagszeit beziehungsweise nachmittags, wenn natürlich die Hitzebelastung zunimmt. Die UV-Strahlung nimmt dann zwar ab nachmittags, aber wir wissen, die Hitzebelastung oder die Hitze nimmt dann eben zu. Kommen wir zum dritten Punkt, persönliche Maßnahmen. Natürlich ist es immer sinnvoll, möglichst dichte, körperbedeckende Bekleidung zu tragen. Auch hier lange Hosen, lange Ärmel. Auch wenn es eigentlich, wenn man denkt, naja, kurzärmelig, kurze Hosen, es ist schön warm. Aber wir wissen, was die UV-Strahlen bewirken. Und da ist eigentlich, es sind halt eben die textilen Schutzmöglichkeiten die besten. Zur Kopfbedeckung ist zu sagen, weißer Hautkrebs und seine Vorstufen entstehen meist im Bereich des Kopfes, insbesondere im Gesicht. 90% sind im Gesicht. Umso wichtiger ist eben eine geeignete Kopfbedeckung mit breiter Krempe, dass ich einen Schattenwurf ins Gesicht habe und gegebenenfalls Nackenschutz. Wir haben das Gesicht angesprochen. Hautstellen, die nicht von Kleidung geschützt sind, wie der Nasenrücken, Ohren, Lippen, Kinn, Stirn und Handrücken, aber insbesondere im Gesicht, da sind meistens diese Vorstufen von Hautkrebs, diese aktinische Keratose zu finden. Und hier sind ausreichend UV-Schutzmittel aufzutragen. Wir wissen, UV-Schutzmittel sind auch vom Arbeitgeber zu stellen und sollten mindestens den Schutzfaktor 30 haben, aber noch wichtiger ist es, dass sie wiederholt aufgetragen werden, um die Wirksamkeit der Creme über den Tag zu erhalten. Denn nur morgens aufgetragen und kurz vor der Arbeit, es langt nicht aus. Durch das Schwitzen und man geht vielleicht mal mit der Hand durchs Gesicht, werden halt eben wird diese Eincremung verliert die an Wirksamkeit und es muss nachgecremt werden. Wichtig ist hier, eine Dauer der Wirksamkeit können wir so nicht erzielen. Aber das, was draufsteht, ausreichend dick nach Bedienungsanweisung aufgetragen, ist der geeignete Schutz. Genauso UV-Schutzbrillen mit Seitenschutz tragen ist wichtig, um die Augen zu schützen. Wir sehen hier noch ein paar Beispiele von Schutzkappen und Helmen. Wir sehen links einen Hut mit breiter Krempe, der sehr gut angenommen wird. Wir haben Kappen mit einer längeren Frontschaufel vorne und hinten auch einem Nackentuch. Wir haben aber auch
durchaus Strohhüte, dicht gewebte Strohhüte, die eine breite Krempe haben. Die einen sieht man hier rechts bei dem jungen Mann in einem karierten Hemd im Gartenbau, die einen sehr guten Schattenwurf bringen. Und wir haben natürlich bei Helmen, sollte es die Möglichkeit bestehen, auch hier ein Nackentuch anzubringen. Da gibt es die verschiedensten Variationen. Zum Thema Hitze und Kappe mit Nackentuch. Es gibt auch schon Kappen mit Kühlfunktion. Das heißt, ich kann dieses orangefarbene Tuch abnehmen und über Wasser feucht machen und dann mir den Nacken kühlen. Wir kennen das. Früher hat man oft das mal ein Handtuch feucht gemacht und in den Nacken gelegt. Das heißt, Dr. Buchs hat das ja auch schon angesprochen, Kühlung, der Körper muss wieder ein bisschen runtergekühlt werden und das ist die Sinnhaftigkeit dieser Nackentücher. Genauso, vielleicht kennen Sie einige von Ihnen schon, die Kühlwesten, die getragen werden, wenn sich gewisse Tätigkeiten draußen eben nicht vermeiden lassen und sie auch nicht unangemessen verschoben werden können. Wir haben die Kühlwesten wie auch die kühlende Kopfbedeckung. Dieses Bild haben Sie schon gesehen. Ich hatte es gezeigt zum Thema Pavillons und Schattenwurf. Wir sehen unten links, unten am Bildrand haben wir hier die Sonnencreme und das Wasser. Das eine ist eigentlich für den UV-Schutz, das andere für die Hitzebelastung, denn ich sollte viel Wasser trinken. Letztendlich gehört alles zusammen und sollte auch so an die Outdoor-Worker, an die Mitarbeitenden, an die Kollegen, an die Arbeitnehmer draußen so weitergegeben werden. Es ist eigentlich ein Paket. Gefährdungen durch UV-Einwirkung in Hitze und sollte auch so verbreitet werden. Es gibt die Möglichkeit, auch Trinkflaschen zu stellen draußen, damit eben der Anreiz geschafft wird, wirklich viel Wasser zu trinken. Mindestens 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag sollte getrunken werden. Wir als Berufsgenossenschaft, insbesondere für Outdoor-Worker, das eint uns mit der BG Bau, haben eine Sozialpartnervereinbarung schon 2018 geschlossen, um die Versicherten über die Risiken bei ihren Tätigkeiten im Freien zu informieren. Wir haben Broschüren zusammen erstellt, wir haben eine Sonnenschutztasche zusammengestellt, wir haben zusammen das Angebot der arbeitsmedizinischen Vorsorge zum UV-Schutz kreiert und auch zusammen Motivationsartikel erworben und zusammen mit unseren Sozialpartnern eben auch über Vorträge und Giveaways verbreitet, um eigentlich so ganz weitreichend, steht der Tropfen höhlt den Stein, die Beschäftigten und ihre Familienangehörigen zu informieren zu dem Thema. Ich denke, da ist auch schon wirklich viel gelaufen. Hier sieht man die UV-Schutztasche, das ist eine Kühltasche, die blaue Kühltasche in der Mitte. Wir haben letztendlich den Safety von der BG Bau mit unserer Sunny, der Sonnenblume, mit der Sonnenblume von der SVLFG zusammengebracht. Die bilden ein Dreamteam. Das sind so unsere 2 Maskottchen, um auch bei den Berufsschulen, bei den Auszubildenden irgendwie ja, mit was Schönem, die zu animieren. Es ist eine Sonnenschutzbrille mit in dieser Kühltasche und die Sonnencreme. Die sind auch wieder neu aufgelegt und haben sich großer Beliebtheit bei BG Bau wie auch SVLFG haben die erfahren. Bei der SVLFG selber haben wir zudem noch eine Infobox kreiert zum Hitze- und Sonnenschutz am Arbeitsplatz. Diese Infobox richtet sich insbesondere auch an die Unternehmer. Sie beinhaltet verschiedene Plakate, um die auszuhängen, in den Pausenräumen auszuhängen, aber auch Unterweisungshilfen zu geben und Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurteilung. Wir haben viele Informationsbroschüren und Flyer auch in Deutsch, Polnisch und Rumänisch und Ukrainisch. Wir haben viele Kurzfilme, insbesondere für Saisonarbeitskräfte im letzten Jahr erstellt. Auch hierzu gibt es einen Link im Chat. Da können Sie sich die angucken, natürlich eben auch auf Deutsch zu den verschiedensten Themen, um einfach auch zu demonstrieren, was ist Gesundheitsschutz, was ist UV-Schutz, was ist Hitzeschutz und so vor Ort bei den Leuten tatsächlich auch anzukommen. Es gibt eine Web-App Saisonarbeitskräfte, auch das wird verlinkt und viele, viele Vorträge rund um das Thema Hitze- und UV-Schutz auch in Berufsschulen werden unternommen. Die Förderaktion
Haben wir auch, genauso wie die BG Bau. Wir fördern UV-Schutzzelte, Sonnenschutzkappen mit Nackenschutz und Kühlkleidung. Und zusammenfassend möchte ich sagen, natürlich haben wir im Outdoor-Bereich viele Gefährdungen durch UV-Strahlung und Hitzeeinwirkung. Und ja, es gibt aber auch viele Maßnahmen, die man treffen kann, um diese Gefährdung zu minimieren. Natürlich gibt es bei Indoor-Tätigkeiten diese Gefährdung nicht, aber hier haben wir es mit anderen Gefährdungen zu tun. Hautkrebs ist dann ein Ergebnis doch von jahrzehntelanger Aufenthalt des draußen. Und letztendlich können wir so schnell die Zeit nicht umdrehen. Und es wird wohl leider auch, wenn wir jetzt alles richtig machen und sensibilisieren, diese Erkrankungen auftreten, die auch behandelt werden. Und was ein Glück durch die fortschreitende Medizin auch frühzeitig erkannt und den Personen geholfen werden kann. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Nesserath, für die Einblicke und die, schönes Bild zum Ende, für die Einblicke und auch die Praxisbeispiele. Wir haben im Chat gleichzeitig auch nochmal eine Diskussion zu Kleidung, Kühlkleidung. Deswegen passte das, glaube ich, extrem gut zusammen. Ganz herzlichen Dank. Schauen Sie auch gerne mal in den Chat. Vielleicht können Sie da auch selber noch was mit beantworten, weil ich glaube, da sind Sie ja eine der Expertinnen für. Wir machen weiter und runden ab die Vorträge mit einem Blick auf mentale Gesundheit und auf Kommunikation. Wie gehen wir eigentlich in den Betrieben kommunikativ mit dem Thema um? Dafür haben wir eingeladen Lea Dohm. Sie ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin und betreut bei uns bei Klug das Themenfeld mentale Gesundheit. Und sie ist Mitinitiatorin der Psychologist and Psychotherapist for Future. Liebe Lea, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen kurzen, schnellen Input. Ja, vielen Dank für die Einladung. Man kann mich schon hören, oder? Weil mein Mikrofonsymbol wird nicht mehr angezeigt. Wir sehr können gut. Das freut mich sehr. Also ich habe in dieser Vorbereitung für diesen Input jetzt heute, habe ich mich durch die Literatur gestürzt, was Kommunikation von Hitze am Arbeitsplatz angeht. Und das war wirklich herausfordernder, als ich dachte, weil es nämlich vor allem ganz, ganz viele Problembeschreibungen gibt, wie man es nicht machen sollte und wo überhaupt überall die Herausforderungen liegen. Ganz drumherum kommen wir also nicht, uns das auch anzugucken. Und dann probiere ich aber dazu überzugehen, wie man es gut hinkriegen kann. Wir wissen, dass kommunikativ, wenn wir den Menschen erzählen, berichten, was für Auswirkungen Klima oder jetzt in diesem Fall Hitze auf die Gesundheit hat, dass dann mehr Menschen interessiert sind, weil für Gesundheitsschutz interessieren wir uns, das ist uns wichtig. Damit erreichen wir auch diejenigen, die sich vielleicht sonst bei diesen Klimawandelthemen nicht besonders offen zeigen oder da das einfach nicht deren Spezialgebiet ist. So, jetzt sind sich ja Bundesärztekammer, Bundespsychotherapeutenkammer, ich bin Psychotherapeutin, deswegen habe ich das Beispiel gewählt, einig, dass es Hitze unsere psychische Gesundheit gefährdet, auch unsere körperliche Gesundheit gefährdet. Und jetzt kommt die psychologische Forschung dazu und sagt, ja, wird aber leider nicht so richtig ernst genommen. Also wir wissen im Grunde, wie die Situation ist, dass Hitze psychische Erkrankungen jetzt zum Beispiel verschlimmert und begünstigt. Es kommt zu mehr neuen Ausbrüchen von psychischen Erkrankungen. Darüber hinaus nehmen solche Symptome wie Aggressivität, gereiztes und gewalttätiges Verhalten unter Hitze zu. Auch Konflikte am Arbeitsplatz und Arbeitsunfälle nehmen auch zu. Also die Dringlichkeit ist total gegeben. Die ist ganz klar. Wir müssen daran. Und trotzdem zeigt es uns die PACE-Studie, das ist der Planetary Health Action Survey von der Uni Erfurt, dass Menschen das nicht so ganz ernst nehmen. Also ein Drittel unterschätzt das eigene Hitzerisiko und pikanterweise, wenn man Menschen fragt, nehmen sie Hitze als Gesundheitsgefahr ernst, dann kommt als Antwort ja, das sagt die Forschung, aber wenn man dann genau fragt, ja, welche Maßnahmen müssen denn ergriffen werden und welche Risikogruppen gibt es und gehören sie selbst zur Risikogruppe, dann sieht das Ergebnis schon ganz anders aus. Das heißt, wir haben so eine fatale Kombination, dass Menschen denken, sie wissen Bescheid, aber wenn es dann um die einzelnen Maßnahmen und die nötigen Schritte und so weiter geht, wissen sie es eben doch nicht. Und das ist
fatal und wird dadurch verstärkt, dass Risikogruppen, Menschen, die Risikogruppen angehören, noch weniger Bescheid wissen. Also gerade ältere, chronisch Kranke, Vorerkrankte, Menschen, die draußen arbeiten und so weiter, denken, sie haben das schon ganz gut im Griff und haben es aber vielleicht eben nicht. Und das ist sozusagen die Ausgangslage, mit der wir es zu tun haben. Es gibt natürlich immer Menschen, bei denen es anders ist und die das super auf dem Schirm haben. Aber es gibt eben eine große Gruppe, die denkt, sie hat das Problem verstanden, hat es aber leider nicht so ganz. So, und dann können wir uns ja mal selber fragen, alle Anwesenden, was hat eigentlich bei uns dazu geführt, dass wir Hitze als Problem ernst nehmen? Und tun wir das eigentlich wirklich? Oder denken wir vielleicht selbst auch, ach, ich kann das ganz gut einschätzen und ich weiß schon, wie ich mich irgendwie dagegen schützen kann und so weiter. Und oftmals sind es dann ja solche Erfahrungen, wie unter extremer andauernder Hitze, dass es irgendwann so kippt von Spiel, Sport, Spaß, Badewetter hinzu. Ich möchte eigentlich nur noch mit ausgestreckten Armen und Beinen auf dem Sofa liegen und so wenig wie möglich machen. Also im Grunde gilt es, eine persönliche Erlebbarkeit reinzubringen und einen persönlichen Bezug herzustellen. Dazu kommt aber psychologisch betrachtet ein zweites Problem, das nämlich also hier habe ich das als Frage aufgeschrieben, sind Mitarbeitende, die sich für mehr Hitzeschutz am Arbeitsplatz stark machen, auch irgendwie vielleicht anstrengend? Weil die wollen ja dann irgendwie noch einen zusätzlichen Gesundheitsschutz. Die Arbeitsbelastung ist sowieso in ganz vielen Betrieben und Unternehmen sehr hoch. Dazu kommt so ein gesellschaftliches Narrativ, dass wir nicht so empfindlich sein sollten. Da muss man doch einfach genug trinken, dann geht das schon und so weiter. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass es möglich ist, über Hitzeschutz zu sprechen, so dass es ernst genommen wird und dass die Menschen nicht irgendwie als besonders empfindlich und so weiter dargestellt werden, sondern dass deutlich gemacht wird, es ist ein berechtigtes Thema, es ist ein hochwichtiges Thema in unserer Zeit, es wirkt sich auf diverse Erkrankungen negativ aus und wer Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ernst nimmt, muss das zukünftig mitdenken. Angenehmerweise hat die PACE-Studie von der Uni Erfurt, die ich gerade schon erwähnt habe, zur Risikoeinschätzung auch Handlungsempfehlungen gemacht. Die empfehlen eine zielgruppenspezifische Aufklärung. Das ist eigentlich so ein Dauerbrenner in der Psychologie und bedeutet, wir müssen je nachdem, mit wem wir es zu tun haben, Baugewerbe, Landwirtschaft, Betriebe, die vielleicht eher eine Bürotätigkeit beinhalten und so weiter, müssen wir die Menschen unterschiedlich ansprechen und zwar mit den Themen, die sie interessieren und die ihren Alltag, ihren Arbeitsalltag berühren. Wir müssen natürlich beeinflussbare Risikofaktoren minimieren. Da sind vor allen Dingen die Führungskräfte und das betriebliche Gesundheitsmanagement auch in der Verantwortung. Das wurde ja gerade in den Vorbeiträgen schon ganz toll dargestellt. Und wir brauchen Weiterbildung, insbesondere für Führungskräfte, und dann Maßnahmen, die unmittelbar handlungsrelevant sind und institutionell verankert werden, wie auch immer das in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Betrieb gehandhabt wird, in den entsprechenden Verhaltensrichtlinien. So, weiter geht's. Das heißt, wir haben hier für Führungskräfte ein fünfstufiges To-Do, was ich jetzt noch durch Nummer 6 ergänzt habe. Wir müssen einerseits das Bewusstsein schaffen und informieren. Das geht nicht durch eine einzelne Veranstaltung oder durch ein einzelnes Gespräch, sondern es braucht Einfachheit und Beharrlichkeit. Man muss immer wieder dranbleiben, muss immer wieder die Zusammenhänge aufzeigen, man muss immer wieder die Verbindung zum Alltag, zum Arbeitsalltag der Mitarbeitenden herstellen. Dann brauchen wir konkrete Anweisungen und Schulungen. Wir können halt nicht nur das Problem aufwerfen und dann die Menschen damit alleine lassen, sondern wir müssen auch Lösungsmöglichkeiten darstellen. Und da sind vor allen Dingen auch wiederum die Führungskräfte gefragt, dass wir mit Vorbildfunktion vorangehen und das Engagement auch selber umsetzen. Wie Arbeitsbedingungen angepasst werden und was es für unterstützende Mittel gibt, das haben wir ja gerade schon alles angenehmerweise gehört. Und dieses ganze Vorgehen muss kontinuierlich überprüft und verbessert werden. Und dann gibt es aus der Klimakommunikation noch eine wichtige Grundregel praktisch für Führungskräfte in Betrieben und Unternehmen. Und das ist, dass das Nachhaltigkeitsengagement von Mitarbeitenden in jeder Form gefördert werden muss. Das hat folgenden Hintergrund, dass wir eben, wenn wir jetzt auf Hitze fokussieren, nicht nur auf die Anpassung setzen können. Also wir können nicht immer nur Beschattung und Hüte und so weiter, brauchen wir natürlich, unbenommen, aber gleichzeitig, wenn parallel die Klimakrise weiter voranschreitet und es immer heißer und heißer wird, dann können wir uns irgendwann eben nur noch begrenzt anpassen und insgesamt
gilt es, die Unternehmenskultur insofern weiterzuentwickeln, dass Gesundheitsschutz nach vorne gestellt wird, dass klimaschützende Maßnahmen, umweltschützende Maßnahmen nach vorne gestellt werden. Und dafür brauchen wir dieses Engagement, zumal Co-Benefit es auch die psychische Gesundheit fördert. Das heißt, wer sich einbringt, verarbeitet diese Krisen besser und kommt gesünder dadurch. So, jetzt noch ein Hinweis auf die Risikogruppen, weil die in ganz, ganz vielen Unternehmen sitzen und unterschätzt und es oft unterschätzt wird. Und wie wir ja gerade gehört haben, Risikogruppen erkennen sich nicht unbedingt selbst als Risikogruppe. Zum Beispiel chronisch Kranke, Menschen mit Adipositas, SportlerInnen, schwer im Freien arbeitende, Menschen, die viel Alkohol trinken. Und dann, das habe ich deswegen links extra aufgelistet, gibt es Menschen, die Medikamente aus verschiedenen Medikamentengruppen einnehmen. Das wissen wir ja als Arbeitgebende oftmals gar nicht, was für Medi und dürfen es ja auch gar nicht wissen, was für Medikamente unsere Mitarbeitenden einnehmen. Und gleichzeitig müssen wir also davon ausgehen, dass es also das sind weit verbreitete Medikamentengruppen, dass wir durchaus viel mehr Risikogruppen in unserer Mitarbeiterschaft haben, als wir das vielleicht spontan vermuten würden. So, das hatte ich gerade schon ein bisschen Einfachheit und Beharrlichkeit. Alle Kommunikationswege nutzen, die Sie in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Betrieb sowieso haben, also sei es vielleicht durch Teamsitzungen oder sei es ein Intranet oder wie auch immer Sie da kommunizieren, Mitarbeitenden, Zeitschrift. Wir sprechen drüber, wir hören den Menschen zu, was sie darüber denken, um nämlich an diese persönlichen Erfahrungen anknüpfen zu können, was in dieser Einstiegsfrage enthalten war, wodurch ist eigentlich unser Hitzebewusstsein gewachsen. Dafür müssen wir erstmal hören, wie gehen unsere Mitarbeitenden damit um, was ist deren Zugang zu dem Thema. Und dann wissen wir, dass es die psychische Gesundheit auch wiederum fördert, wenn man die Beschäftigten einbezieht. Also wenn man die fragt, hey, wo ist es denn bei euch eigentlich am heißesten? Was sind aus eurer Sicht die besonders kritischen Situationen und was würde dagegen helfen? Selbst wenn das dann am Ende nicht hilft, kommen die Betroffenen psychisch gesünder durch Krisensituationen oder durch Hitzeereignisse. Ganz interessante Erkenntnis von der American Psychological Association. Genau, wir brauchen eine wachsende Flexibilität in Arbeitsabläufen, sodass Menschen sich anpassen können, wenn es ihnen zu heiß wird beispielsweise. Dafür müssen natürlich auch Führungskräfte das ermöglichen. Und insgesamt geht es um eine wachsende Kultur des Aufeinanderaufpassens und des Gesundheitsschutzes. Fertig. Ganz herzlichen Dank, Lea, für deinen Input und auch für die Beharrlichkeit, die du uns allen mitgegeben hast, dass es genau das braucht. Ich habe mir in dem Moment nochmal mein Wasserglas vollgefüllt. Ganz herzlichen Dank. Auch dazu gab es im Chat eine ganz rege Diskussion, vor allem auch zu der Pay-Studie, wo es um Risikowahrnehmung geht. Ich glaube, das wurde schon ganz gut mit beantwortet. Herzlichen Dank dafür. Wir sind ein ganz bisschen hinter der Zeit. Wer natürlich gleich um 12 Uhr gehen muss, der muss gehen. Aber ich würde sehr gerne die Diskussion dann nicht direkt abbrechen, sondern noch ein bisschen weiterlaufen lassen und würde jetzt eigentlich gerne öffnen. Ich werfe ein paar Fragen nochmal hier in den großen Raum, aber Sie können sich sehr gerne melden über die Handhebefunktion in Klug oder machen Sie sonst gerne Ihr Video an und dann auch, wenn ich Sie dran nehme, Ihren Ton an. Und ich werfe mal so ein paar Fragen rein, weil ich glaube, hier sitzt ganz viel Kompetenz. Ich kann nicht alles beantworten, aber vielleicht Sie. Zum Beispiel, gibt es Erfahrungen zu Betriebsvereinbarungen und Hitzeschutz? Das war eine Frage, aber auch die Frage, was macht man eigentlich mit dem Hitzeschutz bei Gebäuden, wo man keinen Einfluss drauf hat, die jetzt zu verändern, war eine Frage. Eine Frage war auch, wie schützen wir eigentlich Kopf und Nacken, wenn Sonnencreme oder Kleidung dort nicht mehr ausreicht. Genau, aber kommen Sie auch sehr gerne mit Ihren eigenen Fragen, mit Ihren eigenen Kommentaren sehr gerne hier hinzu. Heben Sie sehr gerne Ihre Hand dafür. Da sehe ich eine Hand von Paul Respondek. Sehr gerne. Schönen guten Tag, können Sie mich verstehen? Sehr gut, ja. Super. Ja, und zwar, ich bin vom DRK. Wir haben natürlich sehr unterschiedliche Einsatzorte. Ich denke, da brauche ich jetzt, das ist den meisten geläufig. Aktuell stehen wir vor einer großen Herausforderung, dass wir in einem Gebäude eingesetzt sind, was so ein bisschen mit einer riesigen Turnhalle vergleichbar ist, mit einem flachen Dach, wo die Sonne raufballert und wo, ja, es ist eine Massenunterkunft. Dementsprechend gibt es da natürlich verschiedene Belastungen.
den wir uns stellen müssen. Und jetzt im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung ist halt da zu sagen, dass die Temperatur sich extrem schnell aufheizt unter dem flachen Dach, wo sehr viele Menschen sich drin aufhalten. Und wir halt gleichzeitig gar keine Handhabe haben, so richtig technischer Natur. Also ich habe jetzt schon ein bisschen mitgenommen. Einmal natürlich fand ich den Input von Frau Dohm sehr interessant, weil das sind natürlich Sachen, die wir gut noch beeinflussen können. Dann hatte ich so ein bisschen mitgenommen, man könnte ein Zelt unter einem Baum nochmal aufstellen, der sich in der Nähe befindet, um nochmal so eine Art Rückzugsmöglichkeit zu schaffen, auch sowohl aus psychologischen Gründen als auch natürlich aus Kühlungsgründen. Aber sonst stehen wir halt regelmäßig vor der Herausforderung, dass da ganz schnell mal 30, 35 Grad in der Halle sind und wir ja schon auch Maßnahmen durchführen, selbstverständlich, aber dann auch relativ schnell mit unseren Dateien am Ende sind. Ganz herzlichen Dank für den Input. Kann ich total nachvollziehen, wenn man keine Kontrolle darüber hat, was technisch möglich ist oder veränderbar ist. Genau. Ich frage mal in die Runde, wie gehen denn andere damit um? Weil das Problem werden sie nicht alleine haben. Oder vielleicht gibt es von den Expertinnen und Experten, die wir gehört haben, da vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp. Aber das ist natürlich eine unglaublich schwere Situation. Genau. Herr Schäfer meldet sich. Herr Schäfer, haben Sie eine neue Frage oder direkt dazu? Nee, eine neue Frage. Okay, ich belasse die mal nochmal im Raum, die Frage. Ich vergesse die nicht, aber stellen Sie sehr gerne sich vielleicht kurz vor, Herr Schäfer, und dann Ihre Frage. Ja, meine Frage ist jetzt, da ist jetzt viel schon dargestellt worden, aber meine Frage geht jetzt auch nochmal, inwieweit das Bundesministerium für Arbeit sozusagen auch so eine, ich sage jetzt mal, wir haben ja viel Erfahrung im südländischen Raum schon über Hitze und auch Arbeitskleidung wurde dort schon getragen. Ich sage mal, Australien hat seit vielen, vielen Jahren sozusagen das in ihrem System implementiert. Und warum ist es in Deutschland so schwierig, diese Erfahrungen, die ja weltweit gemacht werden, also wir haben ja sozusagen weltweit unterschiedliche Klimabedingungen, dass diese Erfahrungen, die in diesen Ländern gemacht werden, ich sag mal vom skandinavischen Raum über Kälte bis eben hin Australien mit Hitze, dass diese Erfahrungen in auch Arbeitskleidung so schwer implementiert werden. Also ich sage jetzt mal so, wir haben ja zwischenzeitlich UV-Standards, die ein bisschen höher sind als wie die australischen Standards, aber das hat jetzt ist jetzt gerade in den letzten 2 Jahren entstanden. Was muss man tun, damit diese Standards, die wir brauchen, auch in Arbeitskleidung, hier ist ja auch mit der Frage gewesen, ob es dunkel oder hell sein muss, dass diese Standards eben weiter sich schneller entwickeln. Herzlichen Dank. Eva, vielleicht magst du gleich direkt darauf eingehen? Ja. Ja, genau. Die Frage ging an mich. Also erstes Mal ist es ja so, dass wir auch heute gesehen haben, also an dem Thema Hitze oder generell an dem Thema Arbeitsschutz arbeiten wir ja kontinuierlich und durch zusammen mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und mit den Ausschüssen werden ja Regelungen vorangetrieben, die jetzt auch schon gelten. Und wir werden natürlich oder sind auch dabei, die Erfahrungen aus anderen Ländern zu nutzen. Es ist nur so, dass wir als Ministerium natürlich den Rahmen setzen für Schutzmaßnahmen und dann die Ausgestaltung einmal für die verschiedenen Arbeitsstätten oder auch Branchen, nicht über uns, sondern an auch die Kolleginnen und Kollegen, die Sie heute gehört haben, von den Unfallversicherungsträgern und der DGUV ausgestaltet werden, weil wir natürlich eine sehr heterogene Betriebslandschaft haben und es vermessen wäre, wenn das Arbeitsministerium eine Farbe oder spezielle Schutzkleidung vorgeben würde, die garantiert nicht auf alle Arbeitsplätze passt. Deswegen ist es vielleicht auch so schwierig. Wir sind 80 Millionen Menschen und 40 Millionen Erwerbstätige, da zu gucken, dass es da die richtigen Maßnahmen an der richtigen Stelle gibt. Und da müssen wir dranbleiben. Ich glaube, wir haben heute gesehen, dass es schon unglaublich viele gute Anknüpfungspunkte gibt in den verschiedenen Branchen. Und was aber auch stimmt, ist, dass wir vielleicht die letzten Jahre immer gesagt haben, ja, das bezieht sich auf 2 Wochen im Jahr, wo es mal heiß ist. Vielleicht machen wir da mal was, aber gucken wir mal, inwieweit uns das betrifft. Wir sehen, dass gerade im Baubereich ja da jetzt auch schon sehr viel mehr Maßnahmen angestoßen werden, weil die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, schon sehr viel länger und umfassender von dem Thema Hitze betroffen sind und wir aber auch merken,
dass überall in allen Branchen der Bedarf steigt an Maßnahmen, um dagegen vorzugehen. Und deswegen ja auch diese Veranstaltungen hier, um das, was wir schon haben, weiter zu verbreiten, gute Beispiele zu streuen. Und in der Politikwerkstatt Klimawandelarbeit, die ich anfangs erwähnt habe, geht es darum zu schauen, wo gibt es denn Bereiche außerhalb der Arbeitsstättenregelung oder auch in anderen Bereichen, die noch nicht erfasst sind und wo wir noch ran müssen, wo die Kolleginnen und Kollegen noch nicht geschützt sind. Und da profitieren wir sowohl von den Maßnahmen, die es jetzt schon gibt, als auch, und da komme ich zurück auf Ihre Frage von internationalen Studien, wir haben zum Beispiel Uni Wuppertal, Professor Anke Kahl mit an Bord und das Team, die gerade auch im internationalen Bereich gerade verschiedene Forschungsprojekte auswerten und wir gucken, welche konkreten Maßnahmen wir noch stärker in Deutschland streuen und platzieren können und dann auch mit in die einzelnen Branchen und die Ausarbeitung von konkreten Schutzmaßnahmen geben können. Wir sind da dran, kann ich Ihnen versichern. Herzlichen Dank, Eva, für die Einblicke und für die Beantwortung der Frage. Ich wiederhole vielleicht noch einmal die Frage von davor. Wie gehen wir, welche Lösungen haben Sie vielleicht gefunden, wenn Sie technisch wenig Kontrolle haben für mehr Hitzeschutz? Ich glaube, da bleibt es nur dabei, sich sehr kreativ neue kleine Lösungen zu überlegen und ganz individuell zu gucken, was kann man jetzt hier machen? Sie haben ja schon selber ein paar Ideen gesammelt. Und unser Ziel ist natürlich auch, dass Sie da ein wenig mehr inspiriert sind, genau solche Lösungen zu finden. Ja, ich muss in 4 Minuten sowieso aus dem Meeting rausgehen. Deswegen würde ich jetzt nochmal, solange niemand anderes Einwände hat, die Zeit ein bisschen beanspruchen, wenn das in Ordnung ist. Genau, ich sehe keine weitere Hand. Deswegen vielleicht stellen Sie noch eine Frage oder einen Kommentar und dann gucken wir mal, wer noch dazu kommen mag. Was für uns natürlich auch super interessant ist, also wenn man das dann so annimmt, dass die Situation so ist, dass natürlich die Möglichkeiten begrenzt sind, dass man die begrenzten Möglichkeiten ausnutzt, ja, dann hat man halt sozusagen auch aus rechtlicher Perspektive natürlich letztendlich auch alles, also angenommen, man reizt es alles aus, auch einfach alles getan, um die wetterbedingten Einflüsse auf die Arbeitstätigkeit möglichst gering zu halten und ja, das ist dann halt so. Oder wie kann ich das einordnen? Frau Jehn, ich sehe Sie so ein bisschen mit dem Kopf schütteln oder so ein bisschen, genau, vielleicht ich wollen wollte, Sie... Ich, genau, gerne. Ich wollte jetzt, wusste jetzt nicht, ob ich direkt reingrätschen ja, gerne. Kann. Genau, das im Arbeitsschutz ist es so, oder aus Sicht der gesetzlichen Anforderungen ist der Ansprechpartner der Arbeitgeber, wenn wir in der Überwachung sind. Das bedeutet, wir sagen nicht, okay, das Gebäude ist jetzt leider schlecht, wir lassen alles so, wie es ist, sondern der Arbeitgeber hat trotzdem entsprechende Anforderungen einzuhalten. Die Problematik, die sich aus Ihrer Beschreibung ergibt, steht letztendlich im Mieter-Vermieter-Verhältnis. Und das haben wir relativ oft in, oder diese Anfragen, oder wie geht man damit um? Das sind, die Empfehlung kann eigentlich nur lauten, setzen Sie sich an einen runden Tisch und versuchen Sie gemeinsam eine Lösung zu finden. Weil das sind andere Rechtsbereiche, die da wieder noch einen Einfluss haben. Gut, jetzt handelt es sich hier um eine Massenunterkunft, die so ein bisschen der öffentlichen Daseinsvorsorge unterliegt. Dementsprechend können Sie sich vielleicht vorstellen, wie komplex dieser runde Tisch sich zusammenstellt. Aber ja, das nehme ich sicherlich sehr gerne auch auf. Das bedeutet dann für mich im Umkehrschluss, dass der Druck, der daraus resultiert, dass ich den dann halt weitergeben muss an die Stellen, die da Einfluss drauf haben. Das ist dann halt sozusagen das, wie ich dem am ehesten gerecht werde, verstehe. Okay. Gut, ja, dann danke ich schon mal. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Input gegeben, die Veranstaltung. Es sehr tut mir schön. Auch leid, dass meine Kamera nicht funktioniert hat, natürlich. Alles gut, gar kein Problem. Genau, ich hatte ja gesagt, wer um 12 Uhr gehen muss, der muss natürlich gehen. So war es ja auch angesetzt. Aber vielleicht bleiben die, die noch wollen, noch. Wir machen vielleicht 10 Minuten, also 10 nach 12 machen wir ja auf jeden Fall Schluss. Aber herzlichen Dank für Ihre Frage und bleiben Sie am Ball, würde ich sagen. Sehr gerne. Gut, Schönen genau, Dank wir noch. Haben sehr gerne. Frau Franke von der BGETEM hatte sich noch im Chat zu Wort gemeldet. Möchten Sie vielleicht Ihre Frage auch noch einmal hier oder Ihren Kommentar hier äußern? Ja, können Sie mich hören? Ja, sehr gut. Ja, danke. Ja, also
Gabriele Franke, ich bin Referentin bei der BGE-TEM mit dem Schwerpunkt Schutz vor Sonnenstrahlung. Und ich wollte noch meine Erfahrung hinzufügen, dass bei dem Thema eben schon manchmal Konflikt besteht zwischen Hitzeempfinden oder dem Gefühl, dass es jetzt zu warm wird und dem UV-Schutz. Und um da voranzukommen, haben wir versucht, mit Trageversuchen eine Lösung zu finden, also mit gute neue Stoffqualitäten, die es eben ermöglichen, die Haut vor der direkten Einstrahlung zu schützen einerseits und andererseits eben die Wärmebelastung nicht weiter steigern. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Bereich, um da Lösungen auch, also um mit Lösungen voranzukommen. Und da ist immer ganz wichtig die Partizipation der Beschäftigten, dass man also denen Vorschläge macht und nicht von außen einfach sagt, du musst jetzt dieses und jedes machen, sondern Angebote macht und dann sich die Rückmeldung hört, holt, wie diese Angebote ankommen. Ich habe dann was in den Chat getan zu den Trageversuchen, die wir gemacht haben, wenn jemand Interesse hat. Da ist von der bei der BAU eine kleine Zusammenfassung erschienen. Das wäre mein Beitrag. Ganz herzlichen Dank, Frau Franke. Genau, da Sie sind die Expertinnen und Experten und Sie sind da direkt dran und wissen natürlich auch, und das nehme ich auch so im Chat wahr, die wirklichen alltäglichen Probleme. Welche Sonnencreme nehme ich, wenn ich nicht weiß, wer es vielleicht auch irgendwie, was ist mit der Hautverträglichkeit von bestimmten Cremes? Das sind ja ganz praktische Probleme, denen Sie sich stellen müssen, wofür das BMAS jetzt wahrscheinlich, Eva, keine direkten Produktempfehlungen machen kann. Natürlich nicht, aber Erfahrungen kann man ja austauschen. Darum geht es ja vielmehr. Genau. Wir haben noch Zeit für ein, zwei weitere Fragen oder Kommentare. Gibt es noch etwas, was Sie in dem Rahmen fragen oder besprechen wollen? Oder vielleicht auch vor allem mit dem Blick, wir sind jetzt kurz vor dem Sommer. Was machen Sie ganz genau, um jetzt Hitzeschutz am Arbeitsplatz jetzt noch vor diesem Sommer zu erhöhen? Welche Erfahrungen haben Sie dort? Was können wir jetzt noch tun? Gerne auch aus dem Nähkästchen. Was ist jetzt bei Ihnen gerade in Gang? Herr Günther. Ja, dann stelle ich einmal eine Frage, denn wie wir ja wissen oder wie die Studien zeigen, sind ja viele Menschen eher klimamüde geworden und tun das eher einem linksextremen Spektrum und Störenfrieden und so weiter zuordnen. Deshalb, wie kann es gelingen, das tatsächliche Thema des Schutzes vor der Bediensteten, vor diesem übergreifenden Thema Klimawandel, alles ist Klima, unternehmerfeindliche Grünen, die unsere Arbeitsplätze zerstören wollen, denn zu trennen, dass wir wirklich den Fokus darauf legen können, es geht hier nicht um eine weltweite globale Dinge, sondern wir reden jetzt ganz konkret von dem Arbeitsplatz hier. Und wir haben keine politische Ideologie dahinter, sondern es geht um den Schutz. Haben Sie da Möglichkeiten, eben wie man dieses Begriffsmonster, das ja auch verwendet worden ist, der Klimakrise trennen kann von es geht um den Arbeitsplatz und die Person dahinter. Und das hat nichts mit Politik zu tun, sondern tatsächlich mit Schutz der Bediensteten. Ganz herzlichen Dank. Total wichtige Frage. Wie gehen wir mit Widerständen und Reaktanz um? Lea hat sich gleich gemeldet. Lea Dohm. Lea, magst du dazu was sagen? Also es gibt natürlich jetzt keine super einfache Antwort, die für alle Situationen passt, sondern die Antwort kann, wie das in der Psychologie oft so ist, eigentlich nur sein, kommt drauf an. Also kommt drauf an, mit wem wir es zu tun haben, wie die Situation ist und wie die entsprechenden Rahmenbedingungen sind. Aus meiner Sicht ist das aber ein ganz entscheidender Punkt, nämlich deutlich zu machen, dass diese Schutzmaßnahmen, über die wir hier sprechen und so weiter, ja überhaupt nichts mit irgendwelcher Parteipolitik zu tun haben, sondern dass sie uns alle geschlossen schützen und für uns alle total sinnvoll sind und dass wir da zu mehr Gemeinschaftsgefühl wieder zurückfinden und möglichst raus aus so einer Polarisierung oder Segmentierung. Aber gleichzeitig wissen wir leider aus der Psychologie, dass die psychische Verarbeitung von
Problemlagen sehr subjektiv ist, haben wir ja schon ein Stück in der Corona-Pandemie erlebt. Das heißt, wenn wir mit einem Problem konfrontiert sind, Hitze ist hier nur ein Beispiel, beim Klima gibt es viele, viele derartige Themen, dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die interessiert ist, die sich da reinstürzt, die vielleicht nachliest, überlegt, was kann ich machen, die probiert handlungsorientiert damit umzugehen. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch die Tendenz, eher emotionsfokussiert damit umzugehen. Und das kann bedeuten, ich probiere irgendwie meine Anspannung damit zu reduzieren und lese lieber vor allen Dingen das, was mich irgendwie entspannt oder umgebe mich mit Informationen, die das. Also mit anderen Worten, wir müssen annehmen, dass solche Konflikte bei diesen Themen anhalten und vielleicht zukünftig auch mehr werden. Die Forschung spricht eher dafür, dass sie mehr werden. Und was dagegen helfen kann, ist eine Kommunikationskultur, die, bei der es an uns allen liegt, sie zu pflegen. Und das ist natürlich irgendwie eine unbefriedigende Antwort. Und gleichzeitig gibt es wenig Alternativen, als dass wir da zusammenarbeiten müssen. Danke, Lea. Wir haben auch einiges im Chat gepostet als Kommunikationshilfen, als Kommunikationsleitfäden. Das Bundesgesundheitsministerium hat dazu gerade ein Projekt abgeschlossen, auch mit, da gibt es auch eine Kommunikationshilfe im Bereich Arbeit. Schauen Sie da gerne nochmal rein. Wir bereiten Ihnen das im Nachgang gerne auch noch einmal auf. Genau, mit dem Blick auf die Uhr würden wir auch ganz langsam zum Schluss kommen. Ganz herzlichen Dank auch für die Fragen. Das ist unglaublich viel im Chat gekommen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich davon im Nachgang auch beantworten zu können und die Links zu sortieren, die Sie uns geschickt haben, damit Sie damit gut weiterarbeiten können. Weil darum geht es, dass Sie alles an Handwerkszeug bei sich haben, um gut und schnell Hitzeschutz auf betrieblicher Ebene zu erhöhen. Aber liebe Eva, ich würde dich gerne noch einmal mit dazu holen. Und vielleicht dich noch mal fragen, was war heute vielleicht für dich neu? Was hat dich vielleicht überrascht an den Fragen oder auch bei den Inhalten, bei den Expertinnen und Experten? War da was neu für dich? Also ganz neu war es nicht. Dafür beschäftigen wir uns jetzt ja schon eine Zeit lang auch mit dem Thema. Aber ich war schon noch mal beeindruckt, welche Breite an Erfahrungen und guten Beispielen wir einerseits schon haben und wie viele Fragen doch auf der anderen Seite dann im Chat dann auch noch kommen konkret. Weil ich glaube, da ist auch der Punkt, und da schließt sich dann der Kreis wieder zu der Frage der Kommunikation, auf der einen Seite sehr viel Wissen und Material haben und auf der anderen Seite es aber konkret anwenden und zu wissen, wann ich es wie anwende, das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen glaube ich, sind Veranstaltungen wie heute so wichtig, um einfach zu zeigen, auf der einen Seite, wo kann ich mir schon mal Hilfe holen und dann auch von Erfahrungen von anderen zu hören, wie kann ich sie anwenden. Und wo kann ich auch meine Fragen platzieren, die da noch offen sind? Und ich glaube, gerade jetzt auch noch mal in Bezug auf die Frage der Kommunikation, die ja, wie wir alle festgestellt haben, extrem wichtig ist, wenn wir dieses Thema platzieren wollen im betrieblichen Kontext, muss man, glaube ich, auch noch mal unterstreichen, dass dieses Thema einfach ein Führungsthema ist. Die Führungskräfte müssen daran und die sind auch erster Ansprechpartner zusammen mit einer gesunden Sozialpartnerschaft, die wir ja in Deutschland haben, dass wir alle Akteure hier mit einbeziehen, damit dieses Thema dann auch nicht als Sonderthema irgendwo behandelt wird, sondern ganz normal in die betriebliche Planung und Abläufe und Prozesse eingegliedert werden. Weil es ist kein Sonderthema mehr, sondern es gehört zu einer gesunden, guten Planung einer ungestörten Betriebsstunde, sagen wir immer so schön dazu, dass man diese Themen mit aufgreift und dann auch deutlich macht von der Führungskraft und dann auch zusammen mit den Betriebsparteien, dass hier Handlungsbedarf besteht und der umgesetzt wird, damit alle gesund und sicher arbeiten können und das natürlich auch hintenrum der Produktivität des Unternehmens gut tut und damit dann auch der Gesundheit des gesamten Unternehmens. Und ich glaube, das ist total wichtig, das nochmal herauszustellen. Ich freue mich auch, dass wir hier so ganz unterschiedliche Akteure hatten aus verschiedenen Branchen. Wie du schon gesagt hast, wir müssen das, glaube ich, jetzt alles mal scannen und aufbearbeiten, dass wir dann auch diese Informationen wirklich gut gebündelt zur Verfügung stellen können. Ich glaube, das ist wichtig. Und auch das, wir sind weiterhin offen für Fragen, sowohl vielleicht die E-Mail-Adresse von euch als auch von ASO können wir gerne nochmal teilen, um Fragen konkret zu stellen, auch die noch interessant sein können für die Politikwerkstatt. Das greifen wir auf und werden da dranbleiben. Ganz herzlichen Dank, Eva, für die Einblicke. Vielleicht hast du noch ein, zwei Hinweise, wie geht es jetzt ganz konkret weiter? Ich weiß, ihr plant einiges, was die Europa-Fußballmeisterschaft angeht zum Beispiel.
Ja, genau. Also da planen wir nichts mehr. Da sind die Planungen schon fast abgeschlossen. Aber auch da, das zeigt es auch, dass in allen Bereichen gerade die Sensibilität auch für das Thema besonders hoch ist. Wir haben zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen des Bundesgesundheitsministeriums dort zusammen mit der Euro24 GmbH, die jetzt die Europameisterschaft natürlich mit vorbereiten und natürlich auch ganz viele Freiwillige, aber auch angestellte Helferinnen und Helfer betreuen, auch zum Thema Hitzeschutz Maßnahmen gesendet beziehungsweise Listen und Checklisten erstellt, zum Teil auch das, was heute geteilt wurde, damit die Menschen sicher und gesund arbeiten können und damit das Thema präsent ist. Es gibt eine Sonderseite auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ganz speziell jetzt für die Fußball-EM, auch für die ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer und Teilnehmer, um für das Thema Hitze zu sensibilisieren. Und in allen Austragungsorten wird es auch konkret Maßnahmen geben, sowohl was Sonnenschutzmittel angeht, als auch Verschattungen oder Angebot von Brunnen, Wasserbrunnen. Alle die kleinen konkreten Maßnahmen, die helfen, Menschen zu schützen und auch das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Das ist erstmal schön, dass das jetzt passiert und wir sehen, dass das überall Früchte trägt und dann auch hoffentlich nachhaltig sein wird und jetzt nicht nur für die 4 Wochen Fußball EM da ist. Vielleicht einen ganz wichtigen Punkt noch, weil ganz viel passiert und wir im Arbeitsministerium ja erstmal ein nicht so direktes Ressort waren, was ganz oben das Thema Klimaschutz hat, aber wir zunehmend sehen, wie wichtig es ist, dass wir mit der Arbeitsweltperspektive da drauf gucken, weil einfach sehr viele Menschen einen Großteil ihrer Zeit in der Arbeitswelt verbringen und deswegen auch den Gefahren ausgesetzt sind, sowohl was Hitze als auch Extremwetter oder andere Bedingungen angeht. Wir sind im Rahmen des Klimaanpassungsgesetzes, was jetzt von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde, auch mit dem Thema Arbeitsschutz jetzt vertreten und zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wollen wir hier auch schauen, dass das Thema Arbeitsschutz präsent ist und wir nachhaltig messen können, wie sozusagen das Thema Arbeitsschutz in Kombination mit Klimaanpassung kontrolliert, gebrieft und gemonitort werden kann, damit wir nachhaltig auch guten Schutz haben für Beschäftigte, um nicht nur heute, sondern auch morgen noch gut arbeiten zu können. Ja gut, ganz herzlichen Dank, Eva, nochmal für die Einblicke, was da auch noch weiter geplant ist. Von mir und von uns kann ich, glaube ich, sagen, ganz herzlichen Dank an die Vortragenden für ihre Vorträge, für den Einblick, was ihre Institutionen schon machen. Das war total hilfreich, fand ich. Also ich habe auch noch mal ganz viel gelernt. Wie gesagt, wir bereiten das alles nochmal auf. Wir vorsortieren für Sie, weil wir wissen, es ist eine Masse an Informationen, die es schon gibt. Und da schauen wir drauf, auch auf die Fragen, die jetzt nicht beantwortet wurden, werden wir nochmal reinschauen, ob wir Antworten finden für Sie. Schauen Sie auch sehr gerne nochmal auf www.hitzeaktionstag.de, weil es gibt noch weitere Veranstaltungen im Rahmen vom Hitzeaktionstag, das ist eher eine Hitzeaktionswoche, auch im Kontext von Arbeit, zum Beispiel von einigen Krankenkassen organisiert. Die meisten werden Sie auch nachschauen können, wenn Sie jetzt nicht dabei sein konnten. Ich bedanke mich für die Teilnahme. Wir waren zwischenzeitlich 260 Leute. Ich bin total froh. Das ist total toll. Das haben wir gar nicht mit gerechnet, mit so viel Aufmerksamkeit. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Mittag und einen schönen Tag. Herzlichen Dank. Wir melden uns.